Und alle, tschüss. Ciao. Okay, danke. Tschüss, Herbel. Ja, ich bin jetzt gleich Ihr nächster Referent. Also ich schlüpfe aus der Moderatorenrolle hinein und präsentiere Ihnen ein Thema. Moment, ich muss mal ganz schnell sehen, dass ich mich jetzt hier, ja, schon gemacht, Bildschirm übertragen, dass ich jetzt nicht mit SAP beschäftigt, aber doch ein Thema aufgreift, das immer wichtiger wird im Zuge der Digitalisierung. Dazu vielleicht ganz kurz, wer bin ich, wer sind wir? Die Profitel-Akademien gibt es seit über 35 Jahren und wir sind, glaube ich, im Moment in Deutschland nahezu die einzige mittelständische Akademie, die sowohl im Präsenz, natürlich seit 30 Jahren Präsenztraining macht, als auch im Online-Bereich eigentlich alle Methoden und Themen, die wir auch im Präsenz machen, als Online-Angebote formuliert. Und wir sind auch eine Agentur, die die Produkte, also die E-Learning oder ähnliche Produkte auch produziert. Dazu kommt noch ein Cloud, in der wir zurzeit ungefähr 100 E-Learning-Produkte zusammengefasst haben. Wobei man dazu sagen muss, dass unser Fokus die Betreuung oder die Bearbeitung von Soft Skills sind. Also wir werden nicht eingesetzt und sind auch nicht da besonders befähigt, Themen anzugehen, die mit Technik oder Ähnlichem zu tun haben. Soweit also jetzt zu uns. Mehr will ich Ihnen gar nicht sagen. Sie sehen, dass ich hier mal einige Softwarebereiche vorbereitet habe, die allerdings im Zuge der Digitalisierung ja immer mehr in den Vordergrund rücken. Also nicht nur das, was eben in den beiden anderen Vorträgen angesprochen wurde, sondern auch im ganzen Bereich der Personalentwicklung und Qualifizierung, also Weiterbildung, Training und Ähnlichem, werden immer mehr Softwareprodukte benötigt. Und wir unterscheiden uns natürlich von den beiden vorherigen Referenten dadurch oder Firmen, dass wir keine Produkte selber anbieten, sondern dass wir diese Produkte, die ich Ihnen gleich ansatzweise zeigen werde, nur anwenden oder beraten, wie sie durch unsere Kunden angewendet werden können oder sollten. Und Sie sehen schon allein aus dieser ganzen Linie von ungefähr 10 Kategorien, das hätte ja der eine oder andere gar nicht vermutet, dass man eben auch so im Weiterbildungsbereich zukünftig sich auch intensivst mit dem Thema digitaler Lernformate und Lernprodukte oder Lernmethoden oder Lernhandwerkzeug auseinandersetzen muss, wenn man letztlich die digitale Entwicklung nicht verschärfen will. Es gilt also auf der einen Seite sind es Lernmanagement, ich sage gleich was dazu, es sind Autorensoftware, es sind virtuelle oder virtuelle Classroom-Software, das ist ja eine, die mit der wir hier jetzt auch gerade arbeiten. Forum-Software, es geht über Social Video Learning, das werden Sie bisher kaum gehört haben. Es geht Lerntransfer- und Evaluationssoftware. Es gibt Möglichkeiten und Notwendigkeiten, Screencast-Tools anzuwenden und ähnliche Dinge mehr. So, steigen wir einmal ein in dieses ganze Thema. Wenn man so will, die Mutter aller Softwareprodukte, die ich im Personalentwicklungs- und Qualifizierungsbereich brauche. Also eben haben wir ja gehört, dass im Qualifizierungsbereich auch die Organisation, Räumen, Menschen und so weiter ein wichtiger Punkt ist. Das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist wirklich die inhaltliche Qualifizierung und deren Unterstützung. Und die Mutter aller Softwareprodukte, die es gibt, ist eigentlich eine Lernplattform, die man benötigt. Die nennt man normalerweise ein Lernmanagement-Software, also oder ein Lern-Content-Management-Software. Die Planung und Bereitstellung aller Lernaktivitäten, egal was das ist, das kann ein Präsenzseminar sein, das kann E-Learn-Module sein, das kann ein Webinar sein oder, und Lernformen ermöglicht. Sie macht natürlich auch die gesamte Teilnehmerverwaltung. Das heißt also, wer hat bis wann was zu erledigen, wer hat welche Rechte, woran teilzunehmen und so weiter. Letztlich ganz wichtiger Punkt, eine solche Software wertet die Lernaktivitäten der Teilnehmer aus, meistens über Lernkontrollen, also über integrierte Quizzes oder Tests oder ähnliche Dinge mehr. Und
sie überwacht und informiert Teilnehmer über relevante Termine. Also gibt eine Rückkopplung an die Teilnehmer über ihren Erfolg oder sie erinnert an das Durchführen von einzelnen Maßnahmen und so weiter. Und letztendlich ist es die Bereitstellung und Verwaltung sämtlicher Informations- und Lernmaterialien zur beliebigen Wiederverwendung und Zusammenstellung in neuen Kursen. Das heißt, wenn ich irgendetwas mal entwickelt habe, dann ist es ja so, dass ich zum Beispiel diese Inhalte auch in etwas modifizierter oder sogar in ähnlicher Form wiederverwenden kann. Und alles das ist mit einem solchen, ich sage jetzt mal, großen Verwaltungs- und Präsentationssystem möglich. Der Unterschied, ich gehe nochmal eben zurück, eben auf einen Punkt, der Unterschied zwischen dem Lernmanagementsystem und einem Lern-Content-Management-System besteht darin, dass in einem Lern-Content-Management-System auch noch die zusätzliche Möglichkeit geschaffen ist, Autorenfunktionen mit anwenden zu können. Das heißt also, Texte zu erstellen, Grafiken zu erstellen und ähnliches mehr, sodass ich das im selben Programm machen kann, mit dem ich dann auch die Ausbreitung meiner Inhalte und die Präsentation meiner Inhalte an die Teilnehmer durchführen kann. Die Auswahlüberlegungen zu solchen Systemen sind umfangreich und ich will hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Ich kann nur empfehlen, sich hier, wenn Sie ein solches Lernmanagementsystem beabsichtigen, einzuführen als Grundlage Ihrer ganzen digitalen Lehr- und Lernaktivitäten, sich mit jemandem einmal zu unterhalten, der bereits Erfahrungen in der Anwendung hat. Denn das größte Problem ist ja immer, man kann keine Fragen stellen, wenn man kein Wissen über die Themen hat. Und im Regelfall haben die, die damit beginnen, ja noch überhaupt gar kein Wissen, welche Anforderungen eigentlich ein solches System haben oder erfüllen soll. Sie sehen also hier eine ganze Reihe von Auswahlüberlegungen, die relevant sein können im Einzelfall. Es gibt zu diesen Lernmanagementsystemen zurzeit, sind es in Deutschland vielleicht ungefähr zwischen 70 und 100 Systeme, die verfügbar sind, gibt es entsprechende Übersichten, die zumindest einen ersten Einstieg ermöglichen, um eine erste grobe Vorauswahl durchzuführen. Wir selber zum Beispiel arbeiten auch mit solchen Systemen. Bei uns heißt das System Webcampus und das ist eben auch ein, sagen wir, auf den Mittelstand geprägtes Lernmanagementsystem, auf dem zum Beispiel unsere ganzen Aktivitäten und Produkte, also digitalen Produkte, verankert sind, die dann durch Teilnehmer abgerufen werden können und genutzt werden können. Einige andere, will ich nur ganz kurz darüber hingehen, Produkte, die es ähnlich gibt zu dem von uns verwendeten, zum Beispiel das Produkt iPrendo, auch das ist ein Autoren-integrierendes Lernmanagementsystem. Es gibt ein System, das heißt iSpring. Auch das benutzen wir zur Konstruktion oder zur Erarbeitung von Lernmanagement-Produkten, das also den Vorteil hat, dass man damit auch häufiger vorhandene PowerPoint-Produkte sehr schnell in E-Learning-Produkte umwandeln kann. Es gibt natürlich eben noch ganz viele andere, die zu erwähnen hier an dieser Stelle sicherlich nicht möglich ist. So, ich sprach schon darüber, es gibt eine Kategorie von Software, sogenannte Autorensoftware. Das ist also eine Software, mit der ich multimediale und interaktive Präsentationen oder Animationen oder ähnliches erstellen kann. Also multimedial heißt, es ist nicht nur Text, sondern Grafik oder Video. Ich kann also alle Medien hier zusammen generieren und das aus einer Software heraus. Diese Software ermöglicht eben auch interaktive, also Kommunikation zwischen System und Teilnehmer zu ermöglichen und ermöglicht eben auch die Präsentation von entsprechenden Inhalten. Gute Autorensysteme
können auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher E-Learning-Experten organisieren. Denn häufig ist es ja so, dass an der Produktion eines E-Learning-Produktes nicht nur ein einzelner Experte, ein Autor oder irgendwas zusammenarbeitet, sondern häufig ist es so, dass da noch Lektoren, Grafiker, vielleicht sogar Techniker mit eingespannt sind, die am selben Produkt arbeiten und das zu koordinieren. Und letztlich kann man mit einem Autorensystem auch den sogenannten Export für standardkonforme Systeme machen. Gibt es Spezialbegriffe wie SCORM und AICC. Das sind eben international auch standardisierte Lernmanagementsysteme, für die man dann eben aber eine bestimmte Voraussetzung in der Produktion solcher Lerninhalte haben muss. Das lassen wir jetzt hier mal weg, das wird hier ein bisschen viel. Und auch hier gibt es entsprechende Übersichten, die man im Netz oder im Internet ziehen kann, indem man sich zumindest einen ersten groben Überblick machen kann, was es denn an Softwareprodukten gibt. Und auch diese Liste ist ziemlich lang. Das heißt also nicht das, was nur hier auf dieser Tabelle steht, sondern die geht also noch ziemlich viel weiter. Sie sehen schon daran, dass wir hier nicht am Anfang dieser Entwicklung stehen, sondern dass in den letzten 10 Jahren oder länger schon viel passiert ist. Auch das wollen wir jetzt mal weglassen. Der nächste große Softwarebereich, das ist ja auch einer, mit dem wir hier gerade konfrontiert sind. Wir arbeiten hier also mit dem Softwareprodukt oder Webinarprodukt WebEx. Es gibt aber auch da eine ganze Reihe von weiteren Softwareprodukten, mit denen ich also Live-Webinare durchführen kann. Das heißt also, was wir hier machen, der Referent oder die Referenten sitzen irgendwo in der Welt verstreut und nicht nur in Deutschland, sondern sie könnten jetzt auch, wenn man die Uhrenverschiebung mit berücksichtigt, auch in Brasilien, New York oder China sitzen. Und wir sind alle durch das Internet, also das virtuelle Netz, miteinander verbunden. Und Sie sehen ja auch im Moment, dass die Präsentation durch die weitestgehend schon vorhandene Breitbandigkeit, die wir in den Unternehmen schon in vielen Bereichen haben, aber heute auch schon in vielen Privathaushalten, dass die Qualität der Präsentation inklusive der Tonqualität, ich übertrage jetzt ja meine Stimme auch nicht übers Telefon, sondern über das Netz, dass das durchaus von einer Qualität ist, an der man nicht mehr viel rumnörgeln kann, so wie das vor einigen Jahren der Fall war. Und solche Webinar-Softwareprodukte, die natürlich heute mit zu den beliebtesten und zentralsten Produkten in der Digitalisierung von Aus- und Weiterbildung gehören. Dazu gehören zum Beispiel ein Chat, den Sie ja hier auch als Möglichkeit haben. Wenn Sie reingucken, dann sehen Sie, dass das auch Frau Mangold zum Beispiel einige Sachen da reingeschrieben hat. Sie können natürlich auch eine reine Audiokonferenz damit machen. Sie können parallel zu der Einwahl über das Netz auch sich mit dem Telefon einwählen und sind dann über das Telefon genauso kommunikativ verbunden wie eben der nächste Punkt, Voice over IP, also über das IP-Netz. Das hat im Regelfall haben diese guten Systeme heute schon HD-Qualität. Sie können, wie wir das ja hier auch machen, einen Bildschirm teilen. Das heißt, Sie sehen im Moment meinen Bildschirm, den ich bei mir in meinem Büro, auf meinem PC, an meinem Monitor sehe. Sie sehen genau das Gleiche und genauso könnten, wenn wir das wollten, wir auch Ihren Bildschirm freischalten und teilen, sodass ich oder andere auch Ihren Bildschirm sehen. Also Sie sehen, damit gibt es schon eine ganze Menge an Spielmöglichkeiten. Dann auch hier in diesem System gibt es natürlich eine Benutzerverwaltung und ähnliche Dinge und in sehr professionellen oder sehr weit ausgearbeiteten Systemen wie von Adobe Connect oder so gibt es auch sogar Gruppenräume. Das heißt, Sie können Ihre Teilnehmer in Gruppen aufteilen, Sie können sie in Nebenräume schieben, in denen Sie dann parallel und simultan eine Aufgabe erledigen, Sie können sie dann wieder zurückholen und. Sie sehen, also im Grunde genommen sind das Systeme, mit denen Sie nahezu 100% auch Präsenzveranstaltungen digital im Netz abbilden können. Die einzelnen Features will ich nicht angehen und auch sehen Sie hier einige aufgezählt,
die, auch hier gibt es aber eine deutlich größere Anzahl an Produkten in Deutschland verfügbar. Eine weitere Software, mit der wir uns beschäftigen müssen, das ist eine sogenannte Forumssoftware. Das heißt also, ein Lernmanagementsystem ist normalerweise nicht darauf eingerichtet, die Kommunikation unter den Teilnehmern und Referenten und Dozenten und Trainern optimal zu unterstützen und zu organisieren. Wir arbeiten deswegen parallel zu in irgendwelchen Lehrgängen, die wir zum Beispiel digital auch abhalten, immer mit einem sogenannten Forum. Ein Forum ist eine Kommunikationsplattform, auf der die Teilnehmer und aber auch die Referenten und ähnliche miteinander kommunizieren können und parallel zur Nutzung des Lernmanagementsystems Aufgaben bearbeiten können oder Erfahrungen austauschen können oder auch Hinweise bekommen können durch den Dozenten oder durch den Organisator und anderes. Also solche Forumssoftware dient also der verbesserten, professionelleren Kommunikation zwischen Teilnehmern. Auch hier wiederum eine Liste von verschiedensten Forumsoftware-Anbietern, will ich auch hier jetzt im Einzelnen nicht durchgehen. Es zeigt Ihnen nur, dass auch an der Stelle schon, also man aus vielen Anbietern heute erfolgreich auswählen kann. Ein ganz anderes Thema, das immer mehr in den Vordergrund rückt im Bereich der Digitalisierung von Qualifizierung, Personalentwicklung, ist eigentlich das Online-Coaching. Das heißt also, das, was viel oder lange Zeit als nicht möglich angesehen wurde, nämlich einen Coaching-Prozess, einen professionellen Coaching-Prozess über das Web durchführen zu können, zeigt sich heute als falsche Einschätzung. Das heißt, es gibt spezielle für Coaching-Aufgaben entwickelte Webinar-Software, die zum Beispiel sehr unterschiedliche Stimuli, also Anregungen, die für einen Coaching-Prozess häufig benutzt werden, beinhaltet. Also Sie sehen zum Beispiel hier auf den beiden unteren Bildern, da können also mit irgendwelchen Figuren, mit Symbolfiguren oder mit Bildern oder mit was auch immer oder mit verschiedenen Typen von Leuten oder Situationen oder Farben vorgegeben werden. Und diese Dinge können eingebracht werden in einen Coaching-Prozess zwischen zwei Personen, die an durchaus unterschiedlichen Stellen arbeiten. Also wenn zum Beispiel der Vertriebsleiter einen schwierigen Kunden hat in Singapur, wo er gerade hingeflogen ist, und er hat also entweder vor oder auch vielleicht nach dem Gespräch, das vielleicht nicht so gut gelaufen ist, das Bedürfnis mit seinem, ich nenne das mal heimischen Coach, eine Reflexion dieses Gespräches durchzuführen, dann kann er sich zum Beispiel hier über solche entsprechende Softwareprodukte mit seinem heimischen Code, der in Hamburg zum Beispiel sitzt, unterhalten. Und das ist natürlich sehr viel produktiver, als wenn er so lange warten muss, bis er aus Singapur wieder zurückkommt. Denn dann ist die Aktualität des Erlebnisses dort schon verflogen und bringt nicht mehr so viel. Also das spezielle Online-Coaching, unterstützt durch spezielle Software, nimmt immer mehr Raum ein, insbesondere dann, wenn die beiden, der Coach und der Coachee, also der zu Coachende und der Coach selber, wenn die sich vorher schon einmal persönlich in ihrem Leben Auge um Auge und Face-to-Face gesehen haben, beziehungsweise kennen. Das würde wir sicherlich immer empfehlen, dass hier ein erstes Kennenlernen stattfindet und dass dann im Anschluss daran durchaus auch solches Online-Coaching möglich und erfolgreich ist. Ein noch anderes Thema, das uns oder mich persönlich sehr fasziniert, auch angeboten von einem sehr intelligenten Anbieter in Deutschland, das ist das sogenannte Social Video Learning. Das heißt also, normalerweise haben Sie ja, wenn ein Video abgespielt wird, egal welcher Art, haben Sie keine Möglichkeiten, dieses Video
im Video selbst zu kommentieren, sondern Sie müssten entweder, wenn es in einem Präsenzseminar stattfindet und der Trainer ein Video abspielt, dann müssten Sie eben darüber diskutieren. Jeder gibt so seine Meinung dazu. Und Sie wissen, dass immer auch in Präsenzseminaren der Erste, der etwas sagt, produziert im Prinzip schon eine wesentliche Antwort. Viele schließen sich ihm einfach an, weil sie zu faul sind, selbst zu denken oder weil sie meinen, dass sie mit einer eigenen Meinung etwas Verkehrtes sagen und so weiter. Das heißt also, sie haben häufig eine Situation, die kein repräsentatives Abbild der Meinung der ganzen Gruppe darstellt. Nur als Beispiel. Hier geht es darum, dass also ein System entwickelt wurde, in dem sie in ein laufendes oder abgespieltes Video hinein diskutieren können. Sie sehen das hier auch in der Abbildung, dass also zum Beispiel über verschiedene Button und über verschiedene Stoppmöglichkeiten in diesem Video gesagt werden kann. An dieser Stelle sage ich jetzt mal, finde ich das überhaupt nicht gut, wie der Junge sich dort oder dieser junge Mann sich dort verhält, weil er hätte eigentlich was ganz anderes sagen müssen und so weiter. Und der Trainer kann dann diese Meinungen, die zum Beispiel eine Gruppe von Leuten beim Sehen dieses Videos geäußert haben, kann die dann, bevor das Präsenzseminar zum Beispiel durchgeführt wird von ihm, diese Meinungen sich mal ansehen und kann dann im Präsenzseminar auf diese verschiedenen Argumente oder Sichtweisen und Beobachtungen seiner Seminargruppe gezielter eingehen, als wenn er das Ganze am Anfang eines Seminars durch Vorführen des Videos direkt in der Seminargruppe macht. Das ist also nur eine ganz kurze Beschreibung, was also hier möglich wird, also ein lebendiges, interaktives Video. Das ist eigentlich das Entscheidende an so einer Software, mit der man eben sehr viel mehr machen kann, als wenn nicht. Beispiel des Einsatzes solcher interaktiven Videoprodukte auch im Sport. Wenn also zum Beispiel eine Sequenz beim Fechten, im Fußball, beim Handball gezeigt wird, und zwar durchaus auch den Teilnehmern einer Mannschaft gezeigt wird, die nicht einmal im selben Raum sitzen müssen, sondern die können alle bei sich irgendwie zu Hause sitzen und können dann im Nachgang jeder für sich alleine eine bestimmte Phase des Spiels oder was auch immer kommentieren, und darüber kann dann hinterher nochmal wieder gemeinsam diskutiert werden. So, ein ganz wichtiger Punkt, der zu einer Entwicklung sehr spezieller Software geführt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben bisher ja, also wir alle wissen, dass ein Seminar oder ein Lernangebot häufig, nicht immer, aber häufig, nach kurzer Zeit, und das heißt häufig schon 4 Wochen, nicht mehr verfügbar ist. Das heißt also, die Vergessenskurve rasant sich einem Nullpunkt nähert. Und wenn das Gelernte nicht sofort im Anschluss an das Seminar zum Beispiel angewendet wird, dann haben wir sehr häufig nach 4 Wochen schon nur noch 10-20% des Gelernten als verfügbares Wissen in den Köpfen der Leute. Das heißt, wir müssen also, wenn wir Ökonomie und Effizienz in der Aus- und Weiterbildung ernst nehmen, was wir bisher eher nicht ernst genommen haben, sondern darüber hinweggeschlappert haben, dann müssen wir zukünftig sehr viel mehr darauf achten, dass das Lernen auch mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Das heißt, einmal Gelernte möglichst intensiv in den Köpfen der Lernenden auch verankert bleibt und nicht einfach nach der teuren Basisausbildung nach wenigen Wochen versandet ist. Und diesen Lerntransfer oder das Hineintragen des Gelernten auch in die Praxis kann man mit einer spezifischen oder mit spezifischen Softwareprodukten unterstützen. Das heißt also, beschreibt die Fähigkeit, eine gelernte Problemlösung auf andere Situationen zu übertragen und ähnliches mehr. Die Funktionen einer solchen Lerntransfer-Software sind zum Beispiel die Begleitung bei der Umsetzung nach dem Training. Also ich kann zum Beispiel Erinnerungen, Wiederholungen, ich kann Tests machen und immer wieder, oder ich kann auch motivatorische Elemente präsentieren, zum Beispiel, dass
dass die Ansprache des Teamleiters oder was auch immer, sodass also das Thema, das im Seminar oder auch im Webinar präsentiert und diskutiert und gelernt wurde, immer oder für einen deutlich längeren Zeitraum auf einer Wahrnehmungs- und Bewusstseinsschwelle gehalten wird, die dazu führt, dass das Gelernte eben nicht so schnell wieder vergessen wird. Ich kann also viele Dinge mehr machen durch solche Software, die das unterstützt. Ich kann auch das selbstgesteuerte Lernen animieren. Ich kann also immer wieder Lernaufgaben einstreuen und präsentieren, die eine Unterstützung oder eine Wiederholung des ursprünglich Gelernten beinhalten und ähnliche Dinge mehr. Das heißt also, Lerntransfer und Lernevaluation kann durch Software heute in großem und überzeugendem Maße begleitet werden bzw. gestützt werden. Das ist also Lerntransfer-Software, von der es unterschiedliche Produkte gibt. Hier übrigens nochmal eine kurze Auflistung der Gründe, warum eigentlich Gelerntes letztlich nicht mehr präsent ist. Also an erster Stelle steht eben, weil es keine Nachbereitung der Veranstaltung, also nennen wir mal, es wäre ein Seminar oder es wäre ein Webinar, weil es keine Nachbereitung mehr gibt. Man geht aus dem Raum raus oder aus der Veranstaltung raus, wie heute, und dann kommt man wieder an seinen Schreibtisch und dann kommen tausend andere Probleme und dann versackt das immer weiter nach unten. Wenn aber jetzt alle zwei, drei Tage, zum Beispiel im Nachgang zu dieser Veranstaltung, von den Präsentatoren oder Referenten eine kurze Erinnerung oder eine Motivation, sei es über E-Mail, sei es über was auch immer, muss ich noch nicht mal eine spezielle Software dafür haben, dann würde das Thema oder die Themen, die heute angesprochen wurden, stärker in den Köpfen der Teilnehmer verankert bleiben. Dann die mangelnde Kommunikationsmöglichkeit der Weiterbildungsinhalte nach einer Veranstaltung. Also man kann, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, nicht mehr darüber reden. Mit wem soll ich darüber reden? Sondern hier wäre zum Beispiel, wenn der Trainer oder der Ausbilder dann in so eine Kommunikation eingebunden ist, deutlich mehr Möglichkeit dazu. Und so weiter. Sie sehen oder haben das die Chart selber schon schneller gelesen, als ich jetzt das referieren kann. Es gibt zurzeit im Wesentlichen erstmal drei Produkte, die dieses unterstützen. Das ist einerseits SkillHero. Wenn Sie danach googeln, finden Sie mehr im Internet dazu. Es gibt eine Software, die nennt sich EverSkill. Und es gibt letztlich eine Software, das ist wohl die prägnanteste, und das ist aus unserer Sicht die beste im Moment, die nennt sich Blinkit, die wir auch gern verwenden, weil sie multimediale Inhalte, also egal, ob es nur Text ist, ob es Aufgaben sind, ob es Videos sind, egal was es ist, ob es Grafik ist, dass sie die sehr schnell erstellen und dort reinstellen können, um dann den Teilnehmern in einer speziellen, also auch terminorientierten Präsentation Nachbearbeitungsmöglichkeiten zu geben. Ähnliche Produkte gibt es, die heißen dann Learning Slides. Das sind also letztlich wie eine Art von GIA, das also auch Inhalte, Wiederholungen anbietet, das aber eher simpel, was nicht heißt schlecht, aber eher einfach ist, indem also einfach mehr statische Informationen durch Kombination von Text und Grafik präsentiert werden, die dann auch möglicherweise mit einer Interaktion verkoppelt sind, nämlich dass der Teilnehmer, der das dann präsentiert bekommt, hier zum Beispiel Antworten geben muss und so weiter. Das sind hier einzelne Beispiele dazu. Ich will das jetzt alles mal nicht machen, sonst werden wir hier zu langwierig und zu ausführlich. Ein nächster Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind Screencast-Tools. Das heißt, wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir nicht nur die Grafik sehr stark dem Text gegenüberstellen oder mit Texte mit Grafiken versehen, sondern immer mehr auch das Video, das bewegte Bild
letztlich einsetzen, um Dinge zu veranschaulichen oder auch miteinander zu kommunizieren. Nicht das, was wir jetzt hier machen, ist ja letztlich nichts anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Moment meine Kamera einschalte, Moment, so mal gucken, so, dann kann man natürlich lange fragen, ob jetzt mein Bild, das Sie sehen, ob das einen wesentlichen positiven Beitrag hat, um das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, es besser zu verstehen. Da wird es sicherlich manche Dinge geben, wo eine solche bildhafte, zusätzliche bildhafte Präsentation des Referenten oder des Trainers Sinn macht. Aber zum Beispiel in unserem Beispiel, das wir hier gerade produzieren, macht es sicherlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn Sie mich zusätzlich auch noch im Bild sehen, weil das ist keine zusätzliche Informationsaufnahme. Also deswegen nehme ich mich auch wieder raus. Aber Sie sehen, dass durchaus hier mit der bildhaften Präsentation oder der Möglichkeit bildhafter Präsentation durchaus auch sich ganz andere Möglichkeiten ergeben, die eben auch schon sehr dicht oder nahezu identisch sind mit Präsenzveranstaltungen. Ja, das will ich jetzt mal im Einzelnen nicht weiter noch machen. Das ist alles immer das Gleiche. Das Umgehen mit Video erfordert natürlich dadurch auch immer mehr Erfahrung und Software, mit der man Videos relativ leicht auch als Nicht-Profi produzieren kann. Und sicherlich eines der bekanntesten, der weit verbreitetsten, aber der auch Produkte für dieses Screencasting bzw. Video nach oder Bearbeitung ist das Produkt Camtasia, das also auch von Laien nach kurzer Einführung und Einlernphase ohne Probleme benutzt werden kann, um wirklich professionelle Videos zu erstellen, die mehr darstellen als das reine Video, das ich mit meiner Handycam erzeuge. So, auch hier eine Auswahl von solchen entsprechenden, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan, das gilt jetzt nicht für das Videoprodukt, sondern hier noch einmal eine weitere Kategorie von Software-Tools, die zum Beispiel notwendig sind oder die ermöglichen, kurze sogenannte Erklärvideos zu machen. Also Sie haben die möglicherweise selbst schon erlebt, kleine Videos, die zwischen einer und ein paar Minuten, maximal eigentlich 3-4 Minuten sind und die zum Beispiel im Vorwege einer längeren Präsentation eines Produktes oder eines Prozesses das Thema in ganz kurzer, knapper Form und zwar allgemeinverständlich darstellen. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Das kann in der Grafik passieren, das kann über andere Gestaltungselemente passieren. Und solche Softwareprodukte, mit denen man solche kleinen Erklärvideos selber produzieren kann, gibt es eine ganze Reihe heute am Markt. Einige Beispiele sind hier aufgeführt. Powtoon, My Simple Show, Easy Explain, Easy Sketch Pro oder Explainedio. Das sind Produkte, die Sie aber auch finden, wenn Sie einfach unter dem Stichwort googeln Erklärvideos. Und diese Produkte sind erstens nicht sehr teuer, kosten also überschaubares Geld und sind auch für jemanden, der ein bisschen Lust hat an der Gestaltung, sehr schnell erlernbar und können also sehr schnell und sehr einfach und sehr kostengünstig für die Produktion solcher kleinen Videos, Erklärvideos genutzt werden. So, das war mal der Versuch, einen Überblick zu geben über all die Softwareprodukte, die heute
im Bereich der Qualifizierung, wenn sie denn durch Digitalisierung angetrieben wird, einzusetzen sind oder genutzt werden können oder zum Teil sogar müssen. Das Problem ist, dass wir heute sehen, nicht so sehr, dass keine Produkte und keine Softwareprodukte, die zum Teil auch nicht sehr teuer sind, am Markt vorhanden sind, sondern das Problem ist eigentlich, dass die, die es denn morgen oder heute tun müssten, häufig sind es ja Trainer oder in der Personalentwicklung angesiedelte Kollegen, die mit der Aufarbeitung von Inhalten betraut sind, dass diese Kollegen einen noch erheblichen Vorbehalt und eine Scheu haben, sich mit diesen, nennen wir es mal, technisch orientierten Softwareprodukten auseinanderzusetzen, weil klassische Präsenztrainer natürlich meistens den Umgang mit entsprechender Software eher nicht gelernt haben und von daher durchaus Berührungsängste haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Kompetenz bei klassischen Trainern mit der Methoden- und didaktischen Vielfalt der digitalen Lernwelten nicht sehr vertraut ist, weil sie auch das in ihrer bisherigen Ausbildung im Regelfall häufig nicht gelernt haben. Es gibt dazu natürlich eine ganze Reihe von Anbietern, auch wir sind ein solcher Anbieter, der zum Beispiel über E-Trainer-Lehrgänge oder über entsprechende Webinare oder Seminare so ein Wissen anbietet. Und insofern ist es nicht so, dass da kein Angebot am Markt wäre, es ist sondern eher die Zurückhaltung oder die Skepsis vieler Trainer, sich mit diesem Thema speziell im Bereich des Soft-Skill-Trainings zu beschäftigen. Denn dass im Bereich der Technik diese Dinge heute schon rund um die Welt angewendet werden, ist selbstverständlich und nachvollziehbar. Wird keiner glauben, dass, was weiß ich, eine Firma wie Mercedes, BMW oder Ähnlichem ihre in der Welt verstreuten 50.000 Techniker irgendwo letztlich noch über Präsenzveranstaltungen mit der neuesten Motorengeneration oder mit irgendwelchen anderen Themen vertraut machen können, sondern hier ist es natürlich heute schon üblich, auch wiederum mit sehr spezieller Software, die ich hier nicht mal erwähnt habe, die Leute vor Ort mit dem entsprechenden Wissen, aber über Distance Learning und Präsentationsmöglichkeiten zu informieren. Es gibt natürlich auch, nur um es nicht ungesagt zu lassen, eine Reihe von Büchern. Man muss also, kann einerseits das Internet natürlich befragen. Da gibt es ja doch eine ganze Menge, aber auch Sie sehen, dass hier zu diesem Thema bereits eine ganze Reihe von Büchern am Markt sind, in denen man das spezifische Know-how für Online-Trainings oder auch für die Durchführung von Webinaren lernen kann, insbesondere aber auch die didaktischen Anwendungs- und Umsetzungselemente lernen kann. Denn digitales Lernen ist natürlich nicht einfach eine 1:1-Umsetzung aus dem Präsenzlernen. So, das war eigentlich mein Exkurs in die Softwarewelt der Aus- und Weiterbildung und der Personalentwicklung. Sollten sich noch Fragen bei Ihnen ergeben, dann gerne einen Anruf oder eine E-Mail. Scheuen Sie sich nicht, wir sind dafür da, auch ein Stückchen von unserem Know-how in die Welt zu tragen. Und dann habe ich versucht, damit auch ein Stückchen die leichte kleine Zeitüberschreitung wieder aufzuholen. Habe sogar 2 Minuten noch bis zu meinem Ende und sollten aber keine Fragen da sein. Ich sehe auch im Chat sind es jetzt keine Fragen mehr zu diesem speziellen Thema gekommen, was ich auch nicht erwartet habe, weil es natürlich erstmal nur so ein Übersichtsreferat sein sollte, um zu zeigen, da gibt es vielleicht sehr viel mehr, als der eine oder andere vermutet hat. So, dann würde ich also an der Stelle meinen Vortrag beenden, bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr Dabeibleiben und Zuhören und gebe erstmal kurz zurück an
Frau Mangold, ob aus Ihrer Ja. Sicht irgendetwas ist. Oder Genau. ob Nee, von vielleicht. meiner Sicht alles super, Herr Winkel. Auch von mir ein herzliches Dank an Sie für Ihren interessanten Vortrag. Herr Nina ist unser Referent. Ich übertrage dann die Bildschirmrechte an den Herrn Nina, aber und begrüße ihn recht herzlich. Wunderbar. Okay, dann kann ich auch nur nochmal Herrn Nienaber offiziell begrüßen. Und ansonsten muss ich, glaube ich, Sie nicht besonders anmoderieren, sondern Sie sind ja ein so gewiefter und erfahrener und wissender Fuchs, dass Sie das natürlich viel besser machen können, als ich das je könnte. Und wir freuen uns auf Ihren Beitrag noch zu dem Thema des Tages. Herr Nienaber. Der Fuchs, ja. Schönen guten Tag an alle Teilnehmer. Ja, oder schönen guten Morgen, je nachdem, wie Sie gerne möchten. Herzlich willkommen hier aus Bremen heute zugeschaltet. Ich darf jetzt noch so die letzten Minuten bis gut knapp 13 Uhr sozusagen bespaßen mit meinen beiden Vorträgen. Ich habe da gleich ein bisschen was zusammengepackt. Ja, Herr Winke, ich hoffe, kurzweiliger Vormittag schon zum Thema SAP und Tools. Und dachte ich mir, okay, was mache ich denn zu dem Thema mal? Weil ich habe ja eine ganze Bandbreite, den ich beraten habe. Und da hat sich für mich eigentlich nochmal so die digitale Personalakte mit erschlossen, weil ich die in den letzten Jahren doch relativ häufig eingeführt habe und dann eben halt auch angeflanscht an die SAP-Welt. Und deswegen dachte ich mir, starte ich einfach mal hiermit. Insofern blende ich jetzt mal meine Kamera direkt wieder aus. Sie haben mich gesehen, wissen, wie ich aussehe. Und dann konzentrieren wir uns auch einfach mal auf den Vortrag und freue mich da auf Ihre Fragen, wenn Sie dann welche haben oder auch Anmerkungen im Chat. Ja, ich habe es Ihnen schon kurz gesagt. Ich bin seit über 25 Jahren im HR-Feld unterwegs, komme von der Deutschen Bankgruppe. Gelernter Personaler sozusagen, dabei das Scout 24, 24 HR Director und dann viele Jahre Berater zu verschiedensten Themen rund um das Thema Human Resources und mittlerweile, wenn ich nicht mehr so richtig weiß, wie man sich denn noch so nennen soll, nennt man sich dann Digital Evangelist. Der Titel wurde mir aber mal aufgestempelt. Das heißt, das ist also jemand, der da draußen vor allem diejenigen, die noch nicht so wirklich an das Thema glauben, quasi missioniert, abholt und dann auch hoffentlich so abholt, dass das Ganze funktioniert. Und das können Sie alles, wenn Sie mögen, unter meiner Website ninaber.de unter anderem nachlesen. Und ja, unter anderem wissen Sie ja auch, die ein oder anderen betreiben wir unter dem Brand businessleads.net verschiedene Portale wie jobclipper.com und natürlich HR Networks und so weiter. Das mal eben kurz zu meiner Seite und wenn mir dann zwischendurch langweilig wird, schreibe ich Bücher gerne mit dem Arne Pries zusammen. Da sind jetzt mittlerweile drei Bücher erschienen und eins davon würde ich natürlich zum Thema digitale Personalakte empfehlen. Und da haben wir entsprechend einen Artikel geschrieben zum Thema Personaler als Change Manager bei der Digitalisierung und eben halt auch im Besonderen das Thema zur Personal. Akte. Wen es interessiert, kann da gerne Nachricht an mich schreiben. Schicke ich Ihnen entsprechend den Link zum Buch, wo Sie sehr viel Praxis-Know-how nachlesen können. Nicht nur von mir, sondern auch von weiteren Co-Autoren zu dem Thema Digitalisierung und eben halt zum Thema Personalakte. Ja, vielleicht mal so ein bisschen, bevor wir da einsteigen ins Thema und uns da warm schießen, hier nochmal so Zahlen, Daten, Fakten. 96% der Unternehmen nutzen heute schon Software für die Personalverwaltung. Das war doch eine relativ hohe Zahl, die ich dort über eine Studie, Sie sehen, das ist das HR Software Compendium aus dem Jahr 2017, gezogen habe. Wenn man mich gefragt hätte, offen gesagt, hätte ich so gefühlt gesagt, naja, so 60, 70% maximal, aber es ist Software natürlich auch ein dehnbarer Begriff und Personalverwaltung auch irgendwie nutzt sicherlich der ein oder andere, das ein oder andere Tool. Aber noch erstaunter war ich dann doch tatsächlich bei dem Thema der digitalen Personalakte, dass dies rund 85% der Befragten entsprechend, das waren jetzt hier 214 mittelständische und Großunternehmen, befragt worden sind. Aber ehrlich gesagt, mit den Studien ist das ja so eine Sache, nicht? Das ist immer die Frage, in welchen Wald ruft man hinein? Wenn man natürlich in den digitalen Welt oder Wald hineinruft, dann kann es natürlich sein, dass da schon relativ viel digital auch zurückkommt.
Und deswegen glaube ich eher, wenn man mal analog reinrufen würde, so auf den typischen Offline-Konferenzen oder eben einfach wirklich mal in die Pampa reingeht und fragt, sag mal, wer von euch hat denn da eine digitale Personalakte? Auch in den kleinen Unternehmen ab 50, 60 Mitarbeiter lohnt sich das ja in jedem Fall. Einige sagen auch schon, ab 2, 3 Mitarbeitern kann man das schon alles einführen. Auch mit den Cloud-Lösungen, die es ja von null bis sehr viel Geld gibt. Also insofern glaube ich, dass wir wahrscheinlich gefühlt doch bei deutlich geringer als 85% sind. Naja, und dann dachte ich mir, okay, dann packe ich aus dem heutigen Tag heraus nochmal das Thema E-Learning hier gleich mit rein. Das mal so als Einstieg, das kann man jetzt glauben, man kann es auch lassen, wie bei so vielen Dingen. Woran wir aber wirklich glauben, sind an unseren Umfragen. Da bitte ich mal die Ivana, diese Umfrage einzusteuern. Und wenn Herr Wieke die vielleicht gleich nochmal mit kommentieren möchte, wie das Ergebnis da ist, nämlich setzen Sie doch Excel für die Personalverwaltung ein, denn das ist ja sozusagen der Klassiker mit den Mehrfachnennungen auch möglich. Ja, nein, andere Tools weiß nicht, weil bei Ja kann man auch sagen, ja, also andere Tools setzen wir auch noch ein, welche auch immer. Das würde uns sicherlich interessieren, wenn Sie uns da mal eine kurze Rückmeldung geben und ich dann halt auch weiß, mit wem ich es heute hier so aus der Richtung zumindest zu tun habe. Ich würde mal sagen, da dürften alle ihren Klick gemacht haben und können die Umfrage schließen und dann gleich mal Genau. mitfragen. Ich schließe die Umfrage, übertrage die Ergebnisse. Ja, So. schauen wir uns auch die Ergebnisse mal an. Ich meine, mich wundert es nicht, lieber Herr Nina, aber es sind also doch die Hälfte ungefähr, nicht nur in diesem Bereich nach unseren Erfahrungen, die in der Tat noch mit Excel arbeiten. Und ich glaube, nun ist es natürlich hier schwer zu beurteilen, welche Größenordnung von Unternehmen dahinter stecken, die das jetzt hier mit Ja beantwortet haben. Aber ich denke, dass das auch viele kleinere oder mittelständische Unternehmen sind, die noch gar nicht so richtig, ganz richtig zu Ende gerechnet haben, wie teuer sie eigentlich Excel kommt, also nicht nur für die Erstellung von irgendwelchen Listen, Tabellen und so weiter, sondern auch für die Pflege und so weiter. Also das ist zumindest meine Erfahrung zu dem Thema. Ja, absolut. Also mich freut das natürlich, dass heute 50% dabei sind, die noch nicht eine Akte eingeführt haben. Insofern sind sie genau richtig. Auch übrigens gleich bei dem nächsten Vortrag, wo ich dann nochmal so ein bisschen auf die Do's und Don'ts eingehe bei der Software-Einführung. Dazu zählt natürlich auch die digitale Personalakte. Insofern können wir die Umfrage wieder ausblenden. Genau, Dankeschön. Und ja, nämlich dann schaut es bei den 50% der anwesenden Teilnehmern ja vielleicht so aus. Kann man machen, hat ja irgendwie auch immer funktioniert und funktioniert ja irgendwie auch. Aber im Zeitalter eben halt doch der Digitalisierung geht das ein bisschen einfacher. Für den, der es aber mag, sozusagen hier zu verweilen und auch in diesem Arbeitsplatz zu arbeiten, ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, für diejenigen, die noch so einen ähnlichen Schreibtisch haben, sehen sich da nach einer Entlastung und da haben wir natürlich die entsprechende Software für. Ja, dreimal ist Bremer recht, wie man so schön hier in Bremen sagt. Insofern nenne ich ihn jetzt mal in der Kürze unserer Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, drei digitale Vorteile, warum Sie sich heute nach dieser Session auf jeden Fall für eine Software entscheiden sollten, nämlich, wie schon gerade gezeigt durch die Bilder, die Ablage und Suche in der Akte. Und ich bin eben halt auch, ne, also ja, seit 25 Jahren Personaler und ich bin damit halt auch groß geworden und weiß, was es heißt, ablegen und suchen und dann vor allem auch nicht finden und schon gar nicht schnell finden. Wenn dann mal der ein oder andere Anruf oder Mitarbeiter im Raum steht, kannst du mal eben, dann heißt es doch mal, ja, komm noch mal später wieder. Also die Suchzeiten im HR-Bereich werden natürlich dadurch deutlich schneller durch eine entsprechende auch getaggte Suche. Das ist da auch nochmal so ein kleiner Praxistipp, dass Sie natürlich bei den digitalen Personenakten auch entsprechend alles taggen können oder es wird automatisch indiziert, sodass entsprechend die Suchbegriffe in der Volltextsuche sofort gefunden werden. Ja, und natürlich auch die Automatisierung, also die eigentliche Idee der digitalen Transformation, auch im Besonderen natürlich, wenn die Unterlagen reinkommen, das fängt ja schon an bei der Bewerbungsunterlage, die automatisch dann eingescannt wird. Zum Thema DSGVO übrigens werde ich heute nicht viel loslassen, weil das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass Sie da alle Ihre Hausaufgaben gemacht haben oder auch das Thema
DSGVO kennen und auch lieben gelernt haben. Und natürlich auch entsprechende Einverständniserklärungen immer sich abgeholt haben, bevor sie irgendetwas digital transformieren. Das nun mal eben so an dieser Stelle gesagt. Zwischendurch werde ich es aber trotzdem noch mal wieder erwähnen. Ja, und sie führen natürlich auch keine Schattenakten mehr, dass man, Sie kennen das vielleicht, auf dem PC dann doch noch irgendwie was hat in seinem Outlook, in seinem Internet und dann noch gleichzeitig analog. Da wird noch doppelt und dreifach was geführt. Also all das können wir im Grunde genommen dann schon mal in die Tonne hauen. Ja, mein Praxistipp, wie gesagt, ich habe jetzt in meinem HR-Beraterleben Dutzende, wenn nicht dreistellig, Projekte durchgezogen. Und natürlich könnte ich jetzt hier stundenlang drüber referieren, aber das Wesentliche im Grunde genommen ist hier nämlich erst das Konzept, das zwischen den Menschen funktionieren muss, also die Prozessoptimierung. Bevor man, was viele machen, ist Software einführen und fummeln dann an ihren Prozessen rum. Das ist keine so gute Idee. Heute ist die Software im Grunde genommen schon auch in der Auswahl so gut gecustomized oder man kann sie so gut customizen bei der Einführung, dass diese quasi auf ihre Prozesse hin funktioniert. Ja, Sie kennen ja das sozusagen das frühere SAP-Dilemma, das ist heute vielleicht in Strecken auch noch so, aber auch da haben natürlich die Beratungshäuser und SAP gelernt, dass man sich eben halt auch sehr stark an die Prozesse, die in den Unternehmen tatsächlich gelebt werden, dann entsprechend abbilden muss in einer Software, also dann erst digital. Denn die Software, und das ist so zweiter Praxistipp, unterstützt natürlich sie in den Prozessen, darf nicht zu einem digitalen Ritual verkommen, also dass man quasi sich nur auf seine Software versteift und auch nur mit der Software lebt, das ist natürlich nicht zu raten, sondern hier auch durchaus noch der Mensch eine, zumindest bis absehbarer Zeit noch eine Rolle spielt, auch wenn ich selbst ja, wie Sie wissen, vielleicht einen Artikel darüber geschrieben habe, dass auch die Bots uns sicherlich zu dem Thema ersetzen werden, nämlich auch die ganz banalen Abfragen, die in eine digitale Personalakte reinkommen, zwar auch durch die Mitarbeiter, nach dem Motto, kannst du mir bitte mal sagen, wie hoch mein Weihnachtsgeld nächstes Jahr oder dieses Jahr ist. Das können heute natürlich schon die Bots, die digitalen Maschinen viel schneller beantworten, als es der Mensch kann. Aber bis dahin würde ich sagen, spielt auch hier der Mensch eine Rolle. Und natürlich die Entlastung muss vor allem muss den Führungskräften deutlich gemacht werden. Die sind das Bottleneck. Denn meine Philosophie ist zumindest die, dass die eigentlichen Personaler ja die Führungskräfte sind. Das sind diejenigen, die die Mitarbeiter führen. Wir aus dem HR stellen denen quasi die Instrumente zur Verfügung. Das heißt, ich muss also die Führungskraft befähigen, auch selbst hier mit der Software entsprechend zu arbeiten, dass er selbst auch seinen Mitarbeitern schnell eine Antwort geben kann, wenn es damit zu seiner Rolle gehört. Aber natürlich auch, dass die Führungskraft selbst jetzt nicht mehr ins Personalbüro rennen muss, um Kleinigkeiten zu erfragen, was immer dann sehr anstrengend ist. Also wie gesagt, ich spreche da vielleicht auch sehr stark aus meiner Erfahrung, aber natürlich eben auch aus den Beratungsprojekten, wo wir sogenannte Use Cases erarbeitet haben. Also heißt, was ist eigentlich wirklich wichtig für die Firma? Und da waren die Führungskräfte durchaus diejenigen, die gesagt haben, wir wollen da schneller an die Informationen rankommen. Ja, digital Vorteil Nummer 2 ist eben, dass sie ein übersichtliches Cockpit haben und vor allem auch ihr Vorstand, ihre Geschäftsführung und die Führungskräfte, wo sie sehr übersichtlich ein entsprechendes Cockpit für die Mitarbeiter, Personaler und natürlich für die Führungskräfte bekommen sollten, auf einen Blick auch entsprechendes schnelles Auffinden der Informationen aus der Vergangenheit, das Ganze 24 Stunden, 7 Tage die Woche und das Ganze von überall auffindbar. Und auch hier mein Praxistipp heute, muss es so sein, dass es einfach in der Erstellung und Bedienung es sein muss. Also das hatte ich schon gerade erwähnt. Ich trommel da gern so ein bisschen drauf rum, weil ich doch oftmals feststelle, dass dieser Punkt vernachlässigt wird und dann fällt mir das nachher auf die Füße, weil woran scheitern solche Projekte? Dazu werde ich in meinem zweiten Vortrag einiges sagen, weil die Menschen das einfach nicht annehmen. Ja, dritter Vorteil, Papiere können auch schon mal abhanden kommen. Absichtlich, unabsichtlich, wie auch immer, beides habe ich schon erlebt. Das dürfte bei einer gesicherten digitalen Personalakte, die natürlich auch jeden Tag ein
Update und eine entsprechende Sicherung bekommt, dürfte es schlecht passieren. Und natürlich auch so mein Spruch halt, dass wir keine Holzhandlung sind. Also die ganzen Papiere, die Sie gerade auf dem Schreibtisch gesehen haben, also da weiß nicht, wie viele Bäume dafür gefällt werden müssen, um hier eine Personalakte zu handeln. Also das können wir natürlich dann auch mal in Zukunft vergessen. Insofern setzen wir da entsprechend auf digital. Aber es darf auch nicht zu einem E-Grab und einem Datenmüllberg verkommen. Und das ist vor allem die Rolle des HR, dass hier der Prozess entsprechend aufgesetzt wird für die Einführung und Durchführung und natürlich dann auch die stetige Weiterentwicklung der digitalen Personalakte, dass das natürlich immer an die Prozesse der Unternehmen angepasst wird und auch die Qualität der Eingaben zu kontrollieren. Das ist die Rolle von HR. Ansonsten wird es zukünftig so sein, dass natürlich die Mitarbeiter und die Führungskräfte die digitale Personalakte selbst pflegen wollen und dann auch müssen. Das heißt, dass sogar die typischen Rollen, die man heute macht, abgegeben werden an den Mitarbeiter. Sie kennen das in anderen Praxisbeispielen im Privatleben. Heute am Flughafen müssen Sie halt auch selbst in der Regel einchecken. Das war früher undenkbar und so ist es heute auch bei den großen Unternehmen bereits der Fall, dass die Mitarbeiter selbst ihre Akten pflegen. Ja, 10 Tipps für strahlende junge Haut. Also spätestens jetzt habe ich Sie hoffentlich nochmal kurz aus der Mittagspause rausgeholt. Das ist natürlich nicht ganz der Fall, aber 10 Tipps bekommen Sie auf jeden Fall von mir jetzt in den nächsten Minuten noch, damit Sie das Ganze dann auch sauber einführen können. Eine Tipp ist natürlich, wie schon eingangs erwähnt, der Datenschutz und der Datenschutzbeauftragte. Spätestens nach dem 25. Mai bekommen die hier noch mehr Gewicht. Das heißt, wenn Sie selbst keinen internen Datenschützer haben, und ich weiß, dass wir ein oder anderen mittelständischen Unternehmen hier mit dabei haben, dann spätestens jetzt, dass Sie einen entsprechenden externen Datenschützer reinholen, der dann einen abschließenden Blick bei und schon vielleicht am besten auch vor der Einführung einer digitalen Personalakte draufwirft, sodass Sie da entsprechend auch rechtssicher sind. Denn es ist immer noch so und es bleibt auch so, und es wird noch verschärft werden, dass die digitale Personalakte ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterliegt. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt, und da gibt es jetzt schon die ersten, gab es schon immer, das ist eigentlich auch nicht neu, das gab es auch schon vor dem 25. Mai, dass die Erhebung, die Verarbeitung, Nutzung personenbezogener Daten prinzipiell nur mit Einwilligung des Mitarbeiters gestattet ist. Da können Sie jetzt sagen, ja, ist doch klar, aber wenn Sie mal selbst ganz kurz überlegen, was Sie alles an Daten reingeben und auch an Fotos reingeben und so weiter, dann ist hier überall jetzt ein Mitspracherecht des Mitarbeiters vonnöten. Das kann man natürlich alles regeln in der Betriebsvereinbarung, muss man sich aber auch entsprechend unterschreiben lassen, etc. pp. Also das nochmal für Sie als Tipp Nummer 1, weil es natürlich auch nach wie vor brandaktuell ist. Ja, für den, der hat, ein Betriebsrat ist natürlich hinzuzuziehen bei der Einführung, aber er muss nicht zwangsläufig eingebunden werden, aber also rein formal gesehen, aber ich gebe Ihnen natürlich den Rat, dass Sie auch die Influencer, wenn Sie selbst keinen Betriebsrat haben, die Personen mit reinholen, die vielleicht auch ein bisschen Meinungsmache betreiben in den Unternehmen, denn das ist immer natürlich schon ein neuer Weg, wenn man von vorher, man ist immer ins Büro gegangen, jetzt auch immer auf digital wechselt, da braucht man natürlich Befürworter oder eben halt auch formale Befürworter wie der Betriebsrat. Also auch hier, aber da habe ich auch noch meine Praxis nie erlebt, dass es da zu Schwierigkeiten kommt. Eher natürlich immer das Thema der Datensicherheit, Datenschutz und auch die Einwilligung. Das ist schon Thema für den Betriebsrat. Ja, Verschlüsselung, Tipp Nummer 3, so wie eine rechts- und revisionssichere Ablage der Daten, ist das A und O jeder Datenerfassung. Das sollte bei der digitalen Personalakte, die es heute im Markt ja zahlreich gibt, natürlich immer der Fall sein, aber auch trotzdem hier Vorsicht, da gibt es durchaus noch Luft nach oben bei den ein oder anderen, was auch die revisionssichere Ablage betrifft, weil einige digitale Personalakte eher als Add-on verstehen in ihrer Personalmanagement-Software. Und da muss man schon mal kurz nachfragen, ob das hier entsprechend der Fall ist. Das wird dann auch spätestens nachher alles bei Steuerprüfungen
ein ganz wichtiges Thema werden. Ja, es sind alles die Themen, mit denen sich halt HR auseinandersetzen muss, und aber sonst natürlich klassischerweise mit der Vergabe von Zugriffsrechten. Da meine ich jetzt nicht, dass das die Rolle der IT ist, sondern das haben Sie als HR im Griff, so wie ich generell meine, dass HR der Treiber sein sollte bei sensiblen Daten der Mitarbeiter, dass Sie entsprechend natürlich Zugriffsrechte an die Fachabteilung geben, die je nach natürlich nach Funktion auch einen entsprechenden Zugriff erhalten müssen, aber natürlich nicht die gleich- und untergeordneten Mitarbeiter, zumal auch Bewerbungen meist mit Gehaltsvorstellungen eingeschickt werden und die auch in der Personalakte abgelegt werden. Und das könnte natürlich dann auch schon alles passiert, zu deutlichen Verwirrungen kommen, wenn die Gehälter bekannt werden. Aber sie werden sowieso demnächst bekannt, denn Sie wissen ja, Google for Jobs kommt und dann wird man eh die Gehaltsklassen bekannt geben müssen. Ja, also müssen nicht, aber wenn man mit aufgenommen wird bei Google for Jobs und das wird so kommen, sollte man es machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Tipp Nummer 5, Daten in der Cloud. Heute gab es ja auch schon einen Vortrag zum Thema Cloud oder nicht Cloud. Ja, ob und in welchem Maße die Anwendung und Daten in der Cloud ausgelagert oder mit eigenen Bordmitteln on Premises betrieben werden sollten, hängt eben halt von unterschiedlichen Faktoren ab, der Größe der Organisationsstruktur des jeweiligen Unternehmens. Also, weil ich weiß, dass heute einige auch kleinere Unternehmen dabei sind, nicht sondern viele, aber einige. Das müssen Sie dann für sich regeln, ob es dann on-premise oder Cloud. Aber natürlich geht heute alles Richtung Cloud, gerade wenn die Mitarbeiter eben von jedem Platz der Welt aus auch auf ihre Daten zugreifen wollen. Das ist dann remote alles ein bisschen schwierig. Tipp Nummer 6, Flexibilität beim Anlegen der Ordnerstrukturen. Das klingt jetzt vielleicht auch, ja, selbstverständlich ist es aber nicht bei der digitalen Personalakte. Da gibt es auch gerade, was die Usability betrifft, immer noch große Unterschiede. Also das lassen Sie sich bitte ganz genau schauen, wie weit Sie selbst jederzeit auch entsprechend eingreifen können in die Software. So wie auch die Schnittstellen zu den mobilen Geräten. Dann gehen Sie mal davon aus, dass Ihre Mitarbeiter, die dann Zugriff auf die Personalakte haben, selbst nicht einen PC oder ein Notebook zu Hause haben, sondern das über ihr Smartphone machen wollen. Und das muss natürlich dann entsprechend auch für diese Endgeräte ausgerichtet sein. Das ist auch noch nicht bei jedem Anbieter von Personalakten der Fall. Wie gesagt, es gibt dreistellig Anbieter im Bereich der digitalen Personalakte. Dazu kommt es gleich nochmal zum Schluss, dass Sie sich dann einen Überblick verschaffen. Und da gibt es von wirklich sehr sauber bis hin zu, das ist eher sogar für Smartphone programmiert worden, die Akte, weil es gibt auch tatsächlich nur digitale Personalakte, die tatsächlich fast eigentlich nur über Smartphone so richtig gut funktionieren, also die genau den umgekehrten Weg gehen. Aber natürlich auch genau das pure Gegenteil, die das gar nicht für ein Smartphone optimiert haben. Noch nicht, kommt sicherlich alles. Ja, Prozess und Workflows so schlank wie möglich gehalten sein. Also das ist der Tipp Nummer 8, dass Sie da nicht jedes Mal sich daran erinnern müssen, wie war das jetzt eigentlich nochmal. Also so wie im wirklichen Leben auch. Es muss sofort für jeden klar sein, wie es funktionieren soll. Also so schlank wie möglich. Alles, was überflüssig über drei Ecken, über Bande gespielt werden muss, was nicht unbedingt sein muss. Also verabschieden Sie sich da vielleicht auch von diesen ganzen Mechanismen, die Sie vorher hatten. Die digitale Personalakte bietet da einen guten Freiraum, sich auch von alten Ritualen zu verabschieden. Tipp Nummer 9, die Informationen über die Mitarbeiter sollten möglichst auf Knopfdruck in verschiedenen Formen zur Verfügung stehen. Also natürlich in diesem Dashboard, von dem ich gerade gesagt habe, dass Sie sich das auch runterladen können, auch natürlich sich runterladen können in Form von PowerPoint, die Sie dann entsprechend aufbereiten für Präsentationen oder in Word-Dokumenten, falls Sie doch mal irgendwas Haptisches brauchen oder eben halt dann für entsprechende Dokumentation und Präsentation. Also auch das sollten Sie alle selbst zusammenstellen können, diese Informationen über Drag and Drop der Mitarbeiter, das, was Sie wirklich brauchen, gerade diese eben sogenannte Drag and Drop-Funktion. Ich hatte es gerade mit einer anderen Folie kurz dargestellt. Dieses Anlegen von Ordnerstrukturen sollte natürlich auch über Drag and Drop funktionieren, sodass Sie da selbst die Ausgabe für sich so entsprechend hinstellen können, dass es für Sie passt. Also das heißt, es muss ja die Eingabe muss ja nicht gleich die Ausgabe sein. Das können Sie entsprechend anpassen, dass Sie zum Beispiel die wichtigsten Daten angezeigt bekommen und nicht die gesamte Personalakte. Ja, und wer das entsprechend anbietet, da zeige ich Ihnen einfach gerne zum einen diese Folie, aber viel wichtiger, glaube ich, ist dieser Link, den Sie auch im Nachgang dann nochmal, das werde ich dann nochmal dem Team von HR Networks mitteilen, dass Sie hier
einen entsprechenden Link bekommen. Dort haben Sie mich einen sehr schönen Marktüberblick über die digitalen Personalaktenanbieter, und zwar die, die man sich auch tatsächlich anschauen sollte. Ich glaube, die Liste ist relativ vollständig. Allerdings muss man fairerweise sagen, sind natürlich jetzt ein paar neue Startups dazugekommen. Den will ich auch gar nicht in den Raum geben, sich nicht auch zu beweisen. Ganz im Gegenteil, da sind wirklich ganz pfiffige Lösungen dabei. Die sind jetzt hier nicht mit berücksichtigt, aber die sind ja schnell zu googeln, wie man so schön sagt. Also dann brauchen Sie tatsächlich nur HR-Startup und digitale Personalakte eingeben und schauen sich auf jeden Fall die Lösung auch an. Da sind zwei, drei sind auf jeden Fall mit dabei in dieser Übersicht, aber ich war jetzt gerade auf der Personalmesse, jetzt gerade in Wien, davor in Amsterdam auf der Unleash. Da waren auch deutsche Anbieter, aber eben halt auch nicht deutsche Anbieter, die aber deutsche Lösungen anbieten. Da sind ganz pfiffige Lösungen mit dabei, aber natürlich die etablierten, wie zum Beispiel Hamburger Software, sind da sicherlich erstmal den Vorrang zu geben. Aber auch Personalmanagement-Anbieter mit komplexeren Lösungen wie HCM for All oder Rex etc. haben da, glaube ich, schöne Lösungen, die halt integriert sind. Aber wie gesagt, das ist eine Philosophiefrage, ob Sie eine Lösung suchen, die integriert ist in einer Personalmanagement-Software oder aber eine sogenannte Standalone-Lösung, die dann über Schnittstellen eben beispielsweise an die SAP entsprechend angeflanscht werden können. Das ist so mal mein Blick darauf. Also es ist da viel Bewegung drin. Deswegen nochmal hier so sechs kompakte Tipps, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie entsprechend starten. Das heißt erstmal so die Akten an sich bereinigen, eine Negativliste aufbauen. Dort vor allem, wo Sie jetzt keine Aufbewahrungsfrist mehr haben, raus. Ne? Also alles, was jetzt überflüssig ist, schleppen Sie jetzt keine Altlasten mit sich rum. Das können Sie natürlich auch dann archivieren. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Die Zugriffsrechte festlegen, wer darf was und warum. Das ist ganz entscheidend, dass Sie das gleich zu Beginn machen, weil ich doch noch in der Praxis hier und dort erlebt habe, dass es immer wieder bei den Softwareanbietern wieder nochmal zu einem erhöhten Aufwand oder zu einem nochmaligen Aufwand, der dann wieder neue Rechnungen bedeutet, führt, wenn das wieder verändert wurde. Aber eigentlich können Sie heute, das sollte so der Fall sein, die Zugriffsrechte selbst festlegen. Also eigentlich sollten Sie dafür keinen Anbieter mehr benötigen. Ja, mit Schlagworten arbeiten, hatte ich auch eingangs gesagt. Also taggen Sie die entsprechenden digitalen Personalakten nochmal tatsächlich manuell mit Begrifflichkeiten, um da nochmal schneller durchzukommen. Aber auch hier sollten meisten Lösungen oder viele Lösungen das durchaus auch über eine Indizierung, eine automatische Indizierung anbieten. Das heißt, dass die eingescannten Dokumente werden ausgelesen und damit quasi automatisch mit Schlagwörtern hinterlegt. Aber das müssen Sie sich dann vom Anbieter zu Anbieter halt tatsächlich anschauen. Ja, die geeignete Hardware bereitstellen, denken Sie smart, natürlich auch hier sowohl für die Mitarbeiter, die damit täglich arbeiten, als auch die Mitarbeiter, die vielleicht, ich denke da zum Beispiel, wir haben Unternehmen beraten, die in der Produktion arbeiten, die selbst also bei der Produktion in der Lagerhalle entsprechend Zugriff haben wollten auf ihre Personalakten, und da wurden entsprechende Dashboards hingestellt, PCs hingestellt, die auch wirklich sehr einfach jetzt zu bedienen waren, wo man jetzt da keine großen PC-Kenntnisse haben muss, um auf seine Daten zu kommen, weil eben auf Betriebsrat, der wollte halt nicht, dass die das über ihre Smartphones machen, sondern das sollte schon im Büro sein, aber da sie keine Büros haben, wurde halt im Lagerhallen entsprechende Hardware aufgestellt. Naja, und so weiter. Der Scan-Prozess eben halt auch sorgfältig planen. Dafür gibt es extra Anbieter. Wir hatten heute auch die Aconso gehört, die so etwas mit anbieten. Die sind natürlich sowas auch revisionssicher anbieten. Also das möchte ich Ihnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass Sie den entsprechend sorgfältig planen. Und weil es gab da zahlreiche, wie man so schön sagt, schon Skandale. Haben Sie vielleicht davon gehört, dass entsprechende Personalakten auf dem Müllberg gefunden wurden oder in Reißwolf, wo sich andere das wieder zusammengeschnibbelt haben. Also die Skurs, die tollsten Geschichten, worauf man gar nicht glaubt. Also das sollten Sie auf jeden Fall dann auch mal sorgfältig planen, damit Sie da sauber sind. Naja, und die Verantwortlichkeiten und Fristen festlegen, damit da keine Schattenakten entstehen, also dass nicht Akten doppelt geführt werden. Soweit zu meinen Tipps am Ende.
Und trotz allem, jetzt die 50%, die gesagt haben, na, wir haben noch keine eingeführt, sind vielleicht noch am Überlegen, eine wirklich geniale Idee. Ich befürchte aber, ich muss es ablehnen. So etwas haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Das wäre vielleicht jetzt ein guter Anlass mit diesen Slides, der steht Ihnen als Video zur Verfügung, wenn Sie das noch im Nachgang sich anschauen wollen, jetzt mit diesem Thema doch mal zu beginnen und dann vielleicht doch nicht ablehnen, sondern langsam reinkommen. Es ist Ihre Wahl, es ist Ihre Chance, aber natürlich dann auch Ihr Change. Und Change ist tatsächlich da das große Thema, das tatsächlich das, glaube ich, mit das größte Thema auch ist am Ende des Tages, die Mitarbeiter dann an diese digitale Personalakte heranzuführen, weil es ja doch für die meisten erstmal immer die Angst vor der Technik ist, mache ich da was kaputt, trage ich da meine Daten nachher falsch ein und so weiter. Da kommen wirklich viele Befürchtungen, die können, sollten Sie als HR gemeinsam mit der IT den Mitarbeitern nehmen. Insofern ist die Einführung für mich eigentlich immer das Wichtigste. Kommunikation ist wie immer das halbe Leben. Insofern wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und ja, hoffe, dass Sie da jetzt einige Impulse mitnehmen konnten. Und ja, damit übergebe ich schon an Herrn Wienke. Ja, schönen Dank, Herr Mielhaber. Was soll ich groß sagen? Wie immer perfekt und interessant und sehr konkret und übersichtlich. Und ich denke, Sie werden sich selber am besten auch an den nächsten beiden Themen einführen, sodass ich mich zurückziehen kann und Ihnen einfach nur lauschen, wie ich das sonst auch mal gerne tue. Und dann haben Sie wieder das Wort. Bitte schön. Ja, das mache ich doch gerne. Dann eine Sekunde, schalte ich auch 10 Minuten kurz meine Kamera weg. Da sind ein paar neue dazugekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken. Also, es sind einige Fragen aufgelaufen. Die beantworte ich gerne sonst auch noch im Nachgang. Wenn Sie mir da allerdings einen großen Gefallen tun wollen, dann schreiben Sie mir auch gerne einfach eine Mail oder über Social Networks, wenn Sie da noch irgendeine Info brauchen. Auf dem kurzen Dienstweg mache ich das natürlich. Klar, ich hatte ja eingangs gesagt, bin missionarisch unterwegs, ne? Lebe hier von Wasser und Brot. Apropos Wasser, ich muss mal eben was trinken. Eine Sekunde bitte. Genau. Ja, also erstmal für alle, die jetzt ein bisschen überrascht sind, oh, jetzt stehen da zwei Themen. Ich habe also tatsächlich, ich muss zugestehen, ich habe gestern Abend mir meine Vorträge, die ich vor ein paar Tagen gehalten habe, nochmal angeschaut. Dachte, naja, also das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht Enterprise 30 Minuten durchziehen und dann nochmal SharePoint 30 Minuten. Da ist zu viel Redundanz drin. Insofern ging ja nochmal eine Mail heute an alle raus, dass ich jetzt einfach mal die beiden Vorträge zusammengepackt habe. Tatsächlich kommt das daher, weil ich eben auch hier in beiden zahlreiche Projekte eingeführt habe. Aber mittlerweile, und das ist jetzt, deswegen ich da gestern Abend erst so drauf komme, ist SharePoint so weit, hat sich so gut weiterentwickelt, dass es einfach in die Enterprise 2.0-Kiste mit reinfällt. Viele werden wahrscheinlich sagen, ja, das war doch schon immer so. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also SharePoint von vor 3, 4 Jahren, das war nichts, ne? Das hat sich eigentlich jetzt in den letzten Releases wirklich deutlich verbessert, zumindest so in meiner Wahrnehmung. Und das möchte ich Ihnen gerne aufzeigen. Deswegen hier die Agenda, die ich jetzt hier mal zusammengepackt habe. Was ist Enterprise 2.0? Was ist es nicht? SharePoint und all das andere Zeug. Also was gibt es da noch? Warum scheitern von 10 Projekte 8? Wer oder was sind die Treiber und die Showstopper-Funktion? Und die Frage vor allem nach dem Warum? Nutzen oder Spielerei? Das kann man natürlich auch sich gerne gleich mal anschauen und sich selbst ein Bild machen. Ja, dann Change, das große Thema oder dann doch mal wieder gegen die Wand fahren mit unseren Softwareprojekten. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja, aber dann habe ich es eingeführt und dann, das zeige ich mal so zwei, drei oder ein Fallbeispiel, das ich mir rausgepickt habe aufgrund dann doch der Zeit und dann nochmal die 10 goldenen Regeln, die habe ich auch ein bisschen eingedampft. Also, Sie werden merken und sehen, das wird jetzt hier ganz sportlich. Ich hoffe, Sie sind alle aufmerksam und freue mich damit, Ihnen die nächsten 45 Minuten zu begleiten. Das kann ich jetzt, glaube ich, überspringen. Aber dieses nicht, nämlich ich habe eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. Und die zahlt jetzt tatsächlich mal ganz konkret auf das Thema SharePoint ein. Ich könnte jetzt hier auch, hätte jetzt auch Enterprise schreiben können. Insofern bitte ich die Kollegen, da mal kurz die Umfrage einzublenden. SharePoint.
Ich kann das noch mal kurz mit Ihnen durchgehen. SharePoint ist noch nicht im Einsatz und vorerst nicht geplant, dass es bei A, bei B ist. SharePoint ist noch nicht im Einsatz, aber sind in der Prüfung Vorbereitung. Sie werden dieses nicht dort ganz lesen, weil die Technik das nicht hergibt. Also B, SharePoint ist noch nicht im Einsatz, aber sind in der Prüfung, in der Vorbereitung. C, SharePoint wird punktuell genutzt. D, Strategie und Governance wird gelebt. Es existieren Rollen, zum Beispiel Support, Kompetenzcenter und so weiter. Oder ich will mich heute einfach mal inspirieren lassen und lasse den aber mal reden und trinke dabei Ruhe meinen Kaffee und schau mal, was da so passiert. Ja, Mehrfachnennungen sind möglich. Da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen überlegen. Ich hätte natürlich die Umfrage jetzt auch mit Enterprise machen können, aber ich habe es jetzt mal für SharePoint. Irgendein Tod muss ich ja sterben, weil, ehrlich gesagt, weil SharePoint ist wahrscheinlich für Sie einfacher, denn es ist Bestandteil der Office-Lösung. Das heißt, das mal vorweggenommen, das wäre etwas, was Sie sofort Plug and Play machen können. Die meisten von Ihnen, die IT hat das quasi schon, ohne dass Sie es vielleicht wissen. Während Enterprise 2.0 die klassischen Lösungen müssten erstmal erworben werden. Ja. Schauen wir doch mal, was die Teilnehmer sagen. Ich kann es ja selbst mal eben, oder Herr Winke, wollen Sie es kommentieren? Machen Sie es lieber selber, das ist ja am besten dann dadurch. Gut, dann komme ich direkt hier rein. Also wir haben hier eine sehr gleichmäßige Verteilung. 25% sagen, okay, ist geplant. 13% sind in der Prüfung. 38% nutzen es punktuell oder vielleicht auch schon ganz. Schauen wir gleich mal, was Sie da anbieten. Gerne auch im Chat reinschreiben, wie da Ihre Erfahrungen sind. Würde mich natürlich gerne, also würde mich interessieren und gerne diesen Punkt mit aufgreifen. Ja, 25% wird auch wirklich gelebt, ne? Die Strategie, die man mal festgelegt hat, wie SharePoint eingesetzt wird. Und ja, 25% wollen sich auch inspirieren lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Insofern gehen wir mal direkt rein. Warum das Ganze? Nämlich ein sehr alter, aber weiser Spruch von Lewis Platt: If HPA knew what HPA knows, we would be three times profitable. Also das heißt, Sie werden dreimal mehr profitabler, wenn Sie entsprechend das Wissen von HP eingesetzt hätten, was tatsächlich nachher auch der Fall war. Und man konnte natürlich eine merkliche Steigerung des Unternehmenswert feststellen, als ob das jetzt wirklich dann das Thema war, dass HP das eingeführt hat. Weiß ich nicht genau, aber es hat auf jeden Fall nicht geschadet, dass man eine entsprechende Enterprise-Lösung eingeführt hat und das Ganze sehr stark auch forciert hat, dass das Wissen der Mitarbeiter ausgetauscht wird. Weil das Problem war bei dem Unternehmen, wie vielleicht auch bei Ihrem Unternehmen, dass man ein Intranet hat, das vielleicht so ausschaut. Und jetzt beginnt das Dilemma. Sie kennen das. Also hier jetzt etwas wiederzufinden, geschweige das richtig abzulegen. Hier macht jeder, was er will und keiner das, was er soll. Es wird nachher zu einem totalen Moloch, verschiedenste Versionen. Ich hatte vorhin von Schattenakten gesprochen im Bereich der digitalen Personalakte. Auch das ist dann hier jede Menge Schattendateien werden geführt. Und das will man natürlich nicht haben. Und deswegen gibt es natürlich Lösungen. Die gehen dann sozusagen von diesem statischen Intranet rüber in ein erstmal Intranet mit Zusammenarbeitsräumen. Die können noch sozusagen, um einen Übergang herzustellen, noch so ähnlich gehalten werden, wo man erstmal prozess- und projektorientiert das Ganze zusammenstellt, aber dann doch die Überleitung macht in ein Social Intranet, in ein komplett vernetztes Unternehmen, in eine sogenannte kollektive Intelligenz, wo wir also die Intelligenz der Mitarbeiter quasi nutzen. Und dann bekommt das Ganze nicht nur einen anderen Aufbau, sondern natürlich auch eine andere, vor allem Transparenz. So also eine Lösung ist eben halt Enterprise 2.0. Und für den, was heißt denn das eigentlich? Wovon redet denn da eigentlich die ganze Zeit? Dachte ich mir, okay, ja, Wikipedia bringt es eigentlich mal wirklich sehr gut bei allen Sachen auf den Punkt. Ne, bezeichnet im engeren Sinne den Einsatz von sozialer Software, also beispielsweise Facebook oder Sync, LinkedIn, zur Projektkoordination. Dafür würden wir jetzt wahrscheinlich Facebook weniger und Sync einsetzen. Das wäre jetzt bei Enterprise der Fall. Zum Wissensmanagement und zur Innen- und Außenkommunikation im Unternehmen. Diese Werkzeuge fördern den freien Wissensaustausch unter den Mitarbeitern. Sie erfordern ihn aber auch, um sinnvoll zu funktionieren. Also es bedingt einander. Zur Außenkommunikation dürfte vielleicht für den anderen neu sein, denn ich habe auch mittlerweile mehrere Projekte seinerzeit begleitet, wo
Unternehmen von draußen mit Zugriff haben auf die Enterprise-Lösung, um ihr Wissen dort reinzugeben. Also konkret zum Beispiel Einzelhändler, die das, ich sag mal, die Optimierungen von den Kunden reingegeben haben in die Software, wo sich dann entsprechend die Developer sich das angeschaut haben und auch gleich Feedback gegeben haben. Und das Ganze halt dann wirklich sehr transparent für alle Beteiligten. Also schöne Sache. Und wie das funktioniert, werde ich in den nächsten Minuten hoffentlich einigermaßen transparent rüberbringen. Hier habe ich mir noch meine Folie geholt von einem Kollegen. Ich finde das auch mal hier ganz ordentlich aufgeräumt, nämlich so der aktive Gebrauch, nämlich aber das explizite Wissen, was dann auch wirklich dokumentiert wird, aber auch das implizite Wissen, dass also das quasi jemand, der sich auch nicht mal so richtig offenbart, wo das Wissen eher durch Handeln entsteht, das kann man hier wunderbar in ein Social Intranet mit reinbringen, weil er einfach seine Abläufe dort auch mit seinem Wissen reinbringt, ohne dass es da großartig dokumentiert, sondern einfach mit reinschreibt und die Dokumentation wird dann vielleicht automatisch passieren durch Dritte, die das Ganze nochmal mit aufgreifen. Die administrativen Prozesse kann man hier wunderbar mit einbauen, so für alle auch, wie gesagt, transparent abgebildet. Aber eben klar, passiver Gebrauch ist im Bereich der News, Kommunikation. Natürlich wissen wir, dass Mitarbeiter das auch machen, aber ehrlich gesagt erlebe ich eher, dass das Ganze so ein dann doch Top-Down-Thema ist, dass also vor allem News dann von der Geschäftsleitung, von HR, von der Fachabteilung quasi an die Mitarbeiter weitergeleitet werden. Aber natürlich steht im Fokus der interaktive Gebrauch, nämlich die ganz klassische Kollaboration, die ja solch ein Enterprise 2.0, Sie kennen es von Zink, das ist darunter zu verstehen, die klassische Kollaboration, also Wissensaustausch. Und dann natürlich als vierte Säule das Networking, dass sich Leute miteinander vernetzen, um natürlich dann auch in Austausch zu kommen. Das ist so, sagen wir so, Zweck und Herausforderung des Intranets. Und jede Säule hat natürlich dann seine eigenen Herausforderungen, die man natürlich auch als Projekt verstanden muss oder verstehen muss, um dann solch ein Projekt sauber aufzusetzen. Ja, wie sowas nachher ausschauen kann, zeige ich mal hier am Beispiel von Comunado. Das hätte ich aber auch in vielen anderen Beispielen Ihnen zeigen können, so wie so etwas dann quasi vom Einstieg her aussieht. Das dürfte Ihnen wirklich bekannt vorkommen, dass hier entsprechend das auch auf SharePoint-Basis jetzt hier passiert und das Ganze bekannt vorkommt, vielleicht von einem Facebook oder von einem Sync. Genauso funktionieren die Dinge halt auch. Ne? Das heißt, dass Sie halt entsprechende Favoritenordner haben, was zum Beispiel vorher die Intranet-Ordner, die irgendwo auf Laufwerk Z lagen, man sich jetzt hier reinschiebt oder die auch vorgegeben werden. Also so kann das halt beispielsweise ausschauen. Denn das sind so die typischen Zielsetzungen, die man mit einem Enterprise erreichen will. Man will klar Kosten reduzieren, das ist immer Thema Nummer eins, aber eben halt auch die Produktivität und die Teamleistung erhöhen. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Oder eben, was, das zeige ich Ihnen gleich mal eine schöne Folie, was sind so Anwendungsklassen, nennen wir das in der Branche, was kann man denn dort entsprechend reinpacken, mit welchen Systemen, da zeige ich Ihnen nochmal zwei, drei Systeme, kann man das abbilden. Selbst ein Facebook bietet heute Enterprise 2.0-Lösungen an, bis hin zu IBM Connections, wenn es ein bisschen teurer sein darf, weil sie da eben doch deutlich über vier- oder fünfstellig Mitarbeiter haben. Also da ist offen gesagt die Auswahl so unendlich groß geworden, also diese Folie können Sie übrigens, oder das Ende der Folie können Sie auf den Link hier unten, ne, e20cases.org, können Sie es sehr gut nachvollziehen, wie auch die Einsatzfelder, die übrigens hier mit Links hinterlegt sind, wo werden denn solche Intranets oder solche Enterprise 2.0-Lösungen eingesetzt, zum Beispiel bei Lernen und Training. Und da werden auch Best Practices gezeigt, also sehr schöne Anwendungsfälle von realen Unternehmen, die darüber ganz offen berichten, wie sie mit ihren Enterprise 2.0-Lösungen vorangekommen sind. Ja, so ein bisschen so die Abgrenzung des Themas. Ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, aber um eben doch für diejenigen da ein bisschen abzuholen, die sich damit neu beschäftigen. Es ist also quasi Wissensvernetzung von den Mitarbeitern und gleichzeitig Lernen. Das Thema ist heute wirklich Lernen on the Job und das Ganze dann jetzt quasi in einer Software. Man muss jetzt sich das idealerweise so vorstellen, dass man nicht mehr analog Mitarbeiter fragt, sondern tatsächlich dann in diesen Foren, so wie Sie es ja auch kennen von beispielsweise Sync, wenn Sie dort schon mal
etwas gepostet haben im Chat, weil sie eine Fragestellung haben, dann bekommen sie in der Regel auch Antworten. Natürlich ist es bei den hoffentlich eigenen Lösungen noch mehr der Fall, weil das Wissen natürlich dann auch im eigenen Unternehmen bleibt. So sollte es zumindest sein. Was es nicht ist, ist es keine Vernetzung zwischen IT-Systemen. Es ist auch kein reines Lernen und es ist auch nicht ein Lernen etablierten Bildungssystem. Also das wird komplett einmal aufgeräumt und ganz wichtig, es ist kein IT-Projekt. Es ist ein für mich zumindest erstmal ein Firmenprojekt, das von der IT und von HR in der Regel gemeinsam gemanagt wird. Auch nochmal hier sozusagen, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von dem Doktor, von Professor Schnaufer, mit dem ich das mal zusammen hier vortragsmäßig gehalten habe. Wohin geht denn die Zukunft des Lernens? Also wenn ich meine beiden Kinder zur Schule bringe, dann habe ich immer echt einen Bauchschmerzen, weil ich bringe sie eigentlich so in Kasernen rein. Das wird sich weiter wegentwickeln, wenn wir Richtung Schweden schauen, Richtung Skandinavien, dann werden wir merken, dass die Schulen auch an sich viel offener sind. Es gibt keine Klassenräume mehr. Und so können Sie sich das halt auch vorstellen in einer Lernumgebung, in einer Enterprise 2.0, in einer SharePoint-Lösung, dass quasi die Räume aufgemacht werden und dieses informelle, dieses selbstorganisierte Lernen, das ist quasi auch schon eine Hohlschuld. Es ist keine Bringschuld mehr. Es liegen ja nicht mehr 50 Kataloge, was man alles so machen könnte und so weiter, sondern es ist alles quasi im Netz vorhanden und HR hat die Aufgabe, das den Mitarbeitern zu vermitteln, wo es quasi liegt. Ja, dass viele bereits unterwegs sind, in dem Thema ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Dafür sind wir jetzt hier über 5 Jahre, 6 Jahre bereits in dem Markt sehr stark unterwegs und das ist gerade bei den größten Unternehmen angekommen, aber angekommen und auch durchaus bei dem einen oder anderen auch die Logos hier sind erhebliche Bruchlandungen gemacht worden, bis hin zu wieder zurückgefahren, wieder auf Null und nochmal wieder neu durchgestartet, was natürlich immens viel Geld gekostet hat, aber es hat vor allem das Vertrauen der Mitarbeiter gekostet. Ja, wer es wirklich unter anderem gut gemacht hat, das kann man sich dann auch mal gut anschauen. Das ist die Company Adidas, die quasi an ihre Mitarbeiter die Botschaft rausgegeben hat, lernt doch, wo ihr wollt, wann ihr wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt, in der Arbeit, während der Arbeit und auch natürlich als Arbeit selbst, die in dem Bereich unterwegs sind. Also das, denke ich mal, ist die richtige Botschaft, und dass Adidas damit auch nicht so ganz unerfolgreich war, zeigen ja auch hier die Werte. Und ist, wie gesagt, ist immer alles schwierig, zumindest heute noch darauf zurückzuführen, ist das jetzt dadurch passiert, dass die Mitarbeiter ihr Wissen quasi transparent gemacht hat oder wäre es so oder so gekommen. Aber das Ranking, womit mittlerweile Banken auch ranken, ist tatsächlich auch, wie weit das Wissen der Mitarbeiter mit transparent gemacht wurde. Und das ist also tatsächlich im Basel-Abkommen so manifestiert. Das heißt also, dass die das schon als echten Wert auch verstehen. Insofern glaube ich, werden sie auch gut beraten, dem zu folgen, um ihren Unternehmenswert nach oben zu schrauben. Also, das können sich Adidas New Learning Campus, wenn Sie es googeln, bekommen Sie jetzt das Video mit einer entsprechenden Unterfütterung dann nochmal, wenn es Sie interessiert. Ja, was gibt es für Enterprise-Plattformen? Wie gesagt, sind mittlerweile hunderte. Die sicherlich bekanntesten ist zum Beispiel Jive oder IBM Social Software oder Jammer, die wir hier entsprechend mit haben. Salesforce bietet mittlerweile Enterprise-Lösungen an. Also selbst CRM-Anbieter bieten zunehmenderweise entsprechende Enterprise-Plattformen an, weil es sich natürlich, es liegt ja nahe, die Datenbasis ist da. Und das sind so typische Funktionsumfänge. Die lasse ich jetzt mal einfach mal einen Augenblick auf Sie wirken. Also, ich gehe dann mal wieder zurück und lasse die Dinger nochmal kommen. Sozusagen, Sie sehen hier ganz viele Funktionen von Social Networks. Sie sehen hier meine Kontakte, Activity Stream, das Thema Statusmeldungen. Das dürften Ihnen alles bekannte Dinge sein, die Sie heute schon täglich ja auch bei WhatsApp, ne? Wer von Ihnen hat WhatsApp? Mal ganz kurz Hand hoch. Ja, das waren jetzt alle. Also, oder fast alle sehe ich gerade. Also, die haben, also es ist gelernt. Das muss ich den Leuten nicht mehr vermitteln. Ich muss ihnen jetzt nur sagen, warum sie es auch in der eigenen Software machen sollten, und den Nutzen entsprechend vermitteln. Aber auch Tools wie Chats, wie Webkonferenzen, wie Video und so weiter. Und diese Dinge
sind quasi Funktionsumfänge in einer typischen Enterprise-Plattform. Und natürlich wichtigerweise, damit sowas funktioniert, ist hier so ein ganz klein bisschen erwähnt, ein Single Sign-On. Das heißt also, dass der Mitarbeiter gar nicht mehr anders kann, als zuerst über ein, stellen Sie sich vor, wie über ein Sync in die Unternehmung reinzukommen, wo Sie als erstes erstmal sehen, was passiert denn beim Unternehmen? Wie ist denn heute der Pulsschlag? Quasi die DNA des Unternehmens. Das werden Sie quasi über solch eine Lösung sehr gut bekommen. Ja, warum wirkt es so, wie es wirkt? Und auf der Suche nach dem Warum habe ich dann auch mal zufällig das Wozu gefunden. Also wozu brauche ich denn das ganze Zeug überhaupt? Und auch nochmal hier, es visualisiert natürlich so ein bisschen die Grundmuster der Kommunikation und damit halt auch das informelle Lernen. Natürlich die Selbstdarstellung, ne, das bin ich. Gerade neue Mitarbeiter nutzen das sehr, sehr stark, die Social Networks, gerade auch, na klar, die Jüngeren, wobei ich der Meinung bin, das ist jetzt keine Frage des Alters, sondern das ist eine Frage der Einstellung, generell wie bei allen Sachen im Leben, aber insbesondere natürlich auch bei den Social Networks. Aber na klar, viele haben da doch ein bisschen ja, Angst auch hier wieder vor der Technik, ne, nach dem Motto, ja, bleibt das denn so da alles und so weiter. Aber ebenso kennt jemand, weiß jemand, wir hatten hier Themen gehabt, wie zum Beispiel wusste nicht, wer alles Spanisch native spricht und weil er halt ein Auftrag aus Spanien da war, der jetzt relativ schnell abgearbeitet werden musste und ja, da waren die Englischkenntnisse nicht so besonders hoch und wunderbar hat es über Social Networks intern funktioniert, sofort kam Rückmeldung, das Projekt konnte gestafft werden, Abstimmung, das ganze Gespräch, Dialoge, das ist natürlich klar für viele neu, dass vorher na, so eher in der Kaffee, in der Küche, beim Kaffee, so gemunkelt, vorgehaltene Hand oder man ging raus oder man geht immer noch raus zum Rauchen und erzählt dort die wirklich wichtigen Dinge. Das versucht man natürlich alles jetzt tatsächlich digital zu erfassen, sodass alle davon auch partizipieren, profitieren können, auch mit, auch sogar mit bewerten, mit abstimmen können. Also auch Richtung Unternehmensrichtung, und das macht die IBM einmal im Jahr. Ne? Dann wird wirklich auch geschaut, sind wir auf dem richtigen Weg und dann werden entsprechende Cases im Rahmen einer Woche quasi hier in ein Social Intranet abgebildet, über die abgestimmt werden, verfolgen wir dies oder jenes weiter. Also gibt es wirklich schöne Beispiele, wie man es entsprechend nutzen kann. Ja, weitere Lösungen natürlich SharePoint, also die Übergänge zwischen einem Jive, Jammer etc. und einem SharePoint sind da ganz nah. Sie sehen hier eine typische SharePoint-Optik, wo Sie entsprechend in Kachelform Ihre Abteilungen beispielsweise oder Ihre Anwendungsfelder sehen können oder wo, wo Sie entsprechend als Person selbst sich Ihre Handlungsfelder, Ihre Foren, Ihre Community, Ihre Gruppen, Ihre Themen sich zusammenzimmern können, das Ganze für sich selbst quasi personalisieren können. Ist ja auch klar wichtig, weil man will ja nicht das gesamte Gedöns der Firma irgendwie vielleicht gleich in seinem Dashboard haben, sondern erstmal das, was wirklich für einen das Tagesgeschäft bedeutet. Ne? Das können Sie sehen, genauso wie Sie dann hier die Mitarbeiter sehr schön visualisiert, dann auch mit allen Daten und auch eingegebenen Daten, da sind wir schon wieder beim Thema digitale Personenakte, entsprechend hier auch einsehen können. Also quasi ein Facebook, wenn Sie so wollen, oder ein Sync fürs eigene Unternehmen. Ich glaube, das bringt das Ganze sehr schön auf den Punkt. Das Ganze haben Sie natürlich auch als SAP-Lösung beziehungsweise mit einer SAP-Schnittstelle zu SharePoint, sodass dass die beiden Software miteinander sprechen. Wie gesagt, das ganze Thema Single Sign-On, sodass Sie da keine Medienbrüche idealerweise haben. So viel zur Theorie. Die Praxis schaut leider da noch mal ein bisschen anders aus, dass eben halt doch viele Projekte trotzdem in die Hose gehen. Und zwar tatsächlich gefühlt, zumindest für mich, ich kann es nicht beweisen, aber wenn ich so das eine oder andere lese und auch höre, dann würde ich sagen, von das Pareto-Prinzip, 20 Projekte sind wirklich sehr erfolgreich und 80 Projekte würde ich mal ein starkes Fragezeichen dran machen, werden nicht richtig angenommen, bis hin zu total versagen, wurden wieder komplett eingestampft und wieder neu nachgedacht. Und woran das hängt, werde ich Ihnen gleich sagen. Aber und selbst von diesen 20% ist tatsächlich, dass 50% so richtig gut funktionieren. Also da habe ich zum Schluss ein Praxisbeispiel von einem Unternehmen, das ich seinerzeit mit beraten habe, aber das sind natürlich auch andere, die auch andere beraten haben, die sehr erfolgreich sind. Und warum das so war, kann ich Ihnen dann auch, das denke ich mal, das ist vielleicht das Wichtigste für Sie, die letzten Folien, was man machen muss, um
um die Leute auch wirklich an das System heranzuführen, zumindest aus meiner Erfahrung, damit das Ganze dann nicht in die Tonne landet. Und wie gesagt, ich hänge da ein bisschen darauf rum, weil ich das so oft erlebt habe. Und ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt bei den anwesenden Teilnehmern, die heute hier jetzt mit dabei sind, die das bei sich aufgesetzt haben, reinfrage und jetzt mal Hand aufs Herz, seid ihr mit den sogenannten KPIs, die ihr euch vorgenommen habt, also den Key Performance Indikatoren, seid ihr wirklich happy, was das Mitmachen im SharePoint betrifft? Legen die wirklich ihre Dokumente dort ab oder doch wieder eher lokal oder horten die Wissen? Ne? Also das sind natürlich Dinge, die leider nach wie vor da sind. Warum ist das so? Weil wir eben, das ist so das nächste Kapitel, wir haben eben halt, na klar, Treiber, das wäre in dem Fall hoffentlich Sie als HR und IT sicherlich, aber es gibt eben halt auch Showstopper und dazu werde ich in den nächsten Minuten ein bisschen was sagen. Ja, eben Showstopper und Treiber, warum funktioniert, warum nicht? Es ist eben halt nicht hierarchiefrei, es ist auch nicht basisdemokratisch, aber es ist halt auch nicht chaotisch. Ne? Also damit ist gemeint, natürlich müssen Sie als Unternehmen schon Vorgaben machen, einen Rahmen festlegen, sonst wird es nachher zu einem Wunschkonzert und das wird dann halt auch nicht funktionieren. Nicht? Aber es ist ja halt auch kein reines IT-Projekt. Das sollten Sie der IT nicht überlassen, was ich aber auch bei 80% der Fällen feststelle. Das ist für mich ein HR-Projekt, wo ich die IT mit reinhole, die natürlich dann in der Umsetzung das Ganze entsprechend umsetzen sollte. Aber eben bitte mit einem vorherigen Change. Das heißt, dass ich die Mitarbeiter abhole auf solch ein Projekt, weil sonst geht es einfach in die Grütze. Und was ich damit meine, möchte ich Ihnen gleich in der nächsten Folie mal ein bisschen verdeutlichen. Denn es ist tatsächlich ein Change, wenn ich vorher irgendwie analog unterwegs war, Flurfunk und jetzt halt alles digital abbilden möchte. Denn der Frust bei den Mitarbeitern sitzt oftmals recht tief und das explizite Wissen bei den Führungskräften, insbesondere bei den Geschäftsführern und Vorständen, sitzt ebenfalls sehr tief. Und da muss ich tatsächlich einmal mit der Raupe oder hier mit der Kugel einmal durchhauen. Denn viele wissen halt wirklich nicht, was hier vorgeht. Ne, ich lasse aus Angst keine Informationen durch, sind diejenigen, die sagen, naja, also wenn ich jetzt alles hier so preisgebe, dann werden hier doch ein paar Baustellen offenbart, nicht? Oder ja, das Thema Wissen ist Macht und wer gibt da schon gern Macht auf? Oder eben, ich darf meinen Kopf nicht gebrauchen, das sind dann die Mitarbeiter, in Anführungsstrichen weiter unten, die einfach nur abarbeiten und tatsächlich haben die ja sehr, sehr viel Wissen, nicht? Also für mich ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel, sind die Silicon Valley. Dort verdienen Praktikanten teilweise deutlich, deutlich mehr als Geschäftsführer und Vorstand, weil die einfach ein Wissen haben und ihren Kopf immer tatsächlich gebrauchen sollen als die Führungskräfte. Also das können Sie natürlich mit solch einem Projekt transparent machen und das sind natürlich auch Möglichkeiten für die Mitarbeiter, erstmalig sich so richtig im Unternehmen zu positionieren. Aber wie Albert Einstein schon sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das wird natürlich nicht der Fall sein, da das Ganze ist, wie gesagt, ein Change-Prozess. Und der Change-Prozess ist eben halt ein Prozess und es ist kein Event, es hat keinen Anfang, hat kein Ende, sondern es ist kontinuierlich im Grunde genommen. Wie schon gerade gesagt, ne, Digitalisierung bedeutet für die meisten Bedrohung und Kompetenzverlust, denn jetzt auf einmal muss ich mein Wissen transparent machen. Und das schmeckt nicht jedem. Ich habe mir da von dem Professor Kruse wirklich mal den Spruch gemerkt, Wissen ist Macht und wer gibt schon gerne Macht auf. Und damit hat er eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, dass ja viele eben es schon für sich ganz besonders herausstellen, dass sie ein explizites Wissen haben oder auch ein implizites Wissen haben, das sie ungern weitergeben, weil sie vielleicht dann ihre Stelle oder ihre Persona sogar obsolet machen könnten. Das ist natürlich etwas, diese Angst, den zu nehmen, das ist natürlich das Thema Kontrollverlust. Wenn ich jetzt alles reingebe, was passiert denn da mit meinen Daten, mit meinem Content? Also das kann zu einer echten Baustelle werden, die ich Ihnen da nicht wünsche. Insofern, wenn Sie da sagen, oh Gott, wie packe ich das Thema denn an, kann ich Ihnen nur den Rat geben, holen Sie sich da jemand Externes. Also selbst ich hole mir Externe mit rein, die das viel besser können als ich, solche Projekte auch vom Change her zu staffen. Also das ist, kleine Unternehmen kriegen Sie es sicherlich noch gut im Griff, aber in großen Unternehmen geht das nicht ohne. Und auch gerade, weil hier IT und HR
eng zusammenarbeiten. Auch das ist ja ein Change. Bis jetzt arbeitet man so ein bisschen parallel. Jetzt hat man quasi ein gemeinsames Projekt und das ist ja auch schon quasi ein kleiner interner Change, vor allem für Human Resources, die, meine ich, hier ganz vorne anstehen sollten, also wirklich vorne in der Lokomotive und nicht irgendwie hinten Schaffner die Fahrkarten abknipsen, sondern wirklich das Projekt quasi zu treiben. Ne? Also Sie sind der Treiber im Grunde genommen und lassen Sie nicht zu, dass das IT der Showstopper wird oder das Betriebsrat ein Showstopper wird oder dass die Mitarbeiter selbst zu Showstopper werden. Das können Sie vermeiden, indem Sie hier ein Projekt aufsetzen, das Sie halt mit Use Cases begleiten. Und das ist eigentlich so für mich, ehrlich gesagt, so, das eine war jetzt so ein bisschen so allgemein, so, okay, ich hoffe, da haben Sie schon ein bisschen was mitgenommen, aber das Entscheidende sind Use Cases aufzubauen. Dann die Frage ist eben nach dem Wozu, wozu brauche ich das denn überhaupt? Ne? Und da könnte das helfen. Also ich bin ja so Ostfriese, das muss irgendwie alles einfach sein, ne? Weil sonst kann es eh alles keiner merken, ich schon gar nicht. Und was immer hilft, ist Probleme zu lösen. Und ich sage mal, wenn, ne, auch wenn ich das Problem meiner Kunden löse, löse ich auch mein Problem. Ne? Wenn Sie das Problem Ihrer Mitarbeiter lösen, lösen Sie auch Ihr Problem. Und das Problem der Mitarbeiter ist natürlich ganz oft eben, dass sie ihre Dinge verbessert haben wollen. Aber sie wissen nicht wie. Und dazu sind sie in der Lage, als HR dieses quasi zu initiieren. Und nur über wertschöpfende Maßnahmen quasi lässt sich solch ein Social Intranet intern gut verkaufen. Weil der Erste, der es fragt, ist der Geschäftsführer. Wofür brauchen wir das denn? Das ist Quatsch. Ne? Geht doch auch so, weil klar, es ist ein Invest. Und ihm vorzurechnen, sozusagen, da gibst du 1 Euro aus, kriegst du 2 Euro rein. Das ist nicht ganz einfach, sondern es geht tatsächlich nur über konkrete Use Cases, wo er gerne, und das sollte er auch, gleich am Anfang mit einsteigen in Form eines Workshops. Und dann wird ihm klar, wie viel, ne, wie HP am Anfang, also HP gesagt hat, ne, wenn ich wüsste, was mein Unternehmen weiß, das wird dann halt auch dem Geschäftsführer klar, sagt, ja, okay, wenn ich das jetzt hochhole, dieses Wissen, das kann mein Unternehmenswert halt nur gut tun. Ne? Also, als Rolle, das ist hier sozusagen, das sind so diese drei Fragestellungen, die reichen schon völlig am Anfang. Ne? Also als HRler möchte ich mein Recruiting-System verbessern, um mehr Bewerbung zu erhalten. Ne? So, das freut sich dann jeder quasi Geschäftsführer, klar, braucht mehr Bewerbung. Also wenn Sie das quasi schon mal hier als erste Fragestellung reingeben in einen Workshop und dann kriegen Sie entsprechend hier so eine Beispiele. Als Sales Manager möchte ich Produktinformationen einfach, schnell und kundenspezifisch zusammenstellen und ausdrucken, versenden können. Allein da drin, und das ist jetzt hier ein ganz konkreter aus meiner Praxis Use Case, allein da steckt schon so viel Zündstoff drin, weil der Geschäftsführer oder die Fachabteilung genau weiß, dass das jetzt nicht so ist. Und das ist ganz schwierig, ist mal eben das kundenspezifisch zusammenzustellen. Also, ne, das ist ein Moloch. Und dann noch Zeit zu sparen und sich mich intensiver um die Belange des Kunden zu kümmern, das hört jeder gerne, der einigermaßen Budgetverantwortung hat. Und das ist so zwar jetzt ganz generisch jetzt mal ein Use Case, genauso wie ein Callcenter-Mitarbeiter aktuelle und validierte Informationen schnell auffinden möchte, weil klar, Callcenter-Mitarbeiter hat nicht viel Zeit, da mit den Kunden rumzumachen. Da braucht der Kunde sofort Antworten. Sie kennen es, wenn Sie bei Callcenter anrufen, um halt kompetente und qualitätsgesicherte Auskünfte geben zu können. So, und das haben wir gemacht am Beispiel von Puls. Das ist ein Kunde von mir, auf den ich auch wirklich auch recht stolz bin, weil wir, glaube ich, hier einfach dann das Zeichen gleich im Nachgang auch für alle einen transparenten, guten Job gemacht haben. Sehen Sie hier ganz hands-on haben wir angefangen. Nicht? Also jetzt gar nicht groß jetzt digital, sondern wirklich sehr analog. Entschuldigung, jetzt ist meine Stimme doch ein bisschen nach, so muss ich was trinken. Aber Sie können ja schon mal sich hier die Folie anschauen. Vielleicht können Sie ein bisschen was rauslesen. Okay, also sehen ein Use Case links, ja, das war hier entsprechende Fachabteilung. Sie sehen das deutlich mehr auf der linken Seite. Das waren alles Probleme und die Probleme wurden dann halt beschrieben. Das haben wir jetzt hier nicht rangetackert, sondern das haben wir dann halt quasi mitprotokolliert. Was genau ist das Problem? Und dann gingen wir langsam so die Lösung rein. Das war hier ganz am Anfang des Workshops, deswegen sind hier noch überschaubare Kärtchen und eben halt die Ziele. Wie gesagt, ne, also was ist so ein typisches Ziel? Nämlich Zeit zu sparen, intensiver, Belange des Kunden. IT hat ganz andere Fälle, Finance hat andere Fälle, HR hat andere Fälle, die haben alle ihre eigenen Fälle. Und wir haben uns aber ganz gezielt eine Fachabteilung rausgesucht, einen sogenannten Blueprint. Mit denen haben wir das halt
erstmal gemacht, bevor wir die anderen Fachabteilungen reingeholt haben. So, und so sieht das Ganze denn, und das ist eine Folie von einem Kollegen von mir oder Marktbegleiter, wie man so schön sagt, von der Firma Nemex. Finde, die haben das sehr schön hier geclustert mit einer entsprechenden Anforderungskategorie. Meine Rolle als, was ist mein Wunsch, was möchte ich, was ist der Nutzen, was ist die Begründung? Und dann natürlich, was sind denn auch die Ziele dahinter, welche Prioritäten geben wir das Ganze, was sind so die Funktionsideen? Also sehr schön gemacht, finde ich, das Ganze dann halt wo auch immer, dann wie auch immer reingetackert von mir, ist meinetwegen auch im Excel idealerweise, aber dann natürlich schon vielleicht in dem ersten Social Intranet für die Fachabteilung, die jetzt an diesem Projekt arbeitet. Das haben wir halt auch so gemacht. Wir haben gleich zu Beginn ein Social Intranet aufgesetzt, wo wir nach dem Workshop dann den Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben haben, noch die nächsten Tage, Wochen das Ganze noch aufzufüllen, in aller Ruhe nochmal ein paar Schleifen zu drehen. Ja, was waren so die Herausforderungen? Ne? Kollegen müssen häufig über Standort- und Ländergrenzen zusammenarbeiten. Da haben wir halt Lösungsansätze halt herausgearbeitet. Ne? Arbeitsräume für Projekte, Teams, Gremien, Dokumentenablage mit Versionierung, Check-in, Check-out-Mechanismen, simultanes Arbeiten an Themen. Ne? Das ist natürlich SharePoint perfekt für, also oder auch Enterprise-Lösungen, weil sie halt gleichzeitig an Dokumenten arbeiten können. Ne? Und ein ja, Thema war auch, als ohne das um Ross und Reiter zu nennen, ne, da hatte man also ein Dutzend verschiedene Kommunikationswege mit von E-Mail bis WhatsApp war alles mit dabei. Und sagten, ja, es muss, damit das Wissen nicht verloren geht und auch keine Medienbrüche sind, das muss alles quasi über eine Plattform laufen. Und deswegen war dann eher die Frage, welche Plattform man einsetzt, damit die Unternehmen halt das Ganze wertschöpfend für sich einsetzen können. Ne? Und sehen hier Lösungsansätze, wahrnehmen halt Einsätze eines Enterprise Social Networks oder die Integration auch von Social Media Features im Intranet. Es geht ja auch, ne? Also kann man alles machen, ist aber ein Verbiegen der Technik oftmals von daher nicht zu empfehlen. Oder man fängt erstmal an, ist ja auch okay, ne? Dass wir erstmal langsam anfangen mit Themen-Communities. Dafür gibt es entsprechende Apps, die zuhauf kostenfrei rum, da brauchen Sie nächstes Mal was anschaffen, wo Sie erstmal anfangen. Mit einem Thema, mit einem bestimmten Thema zu arbeiten, um mal zu schauen, kriegen wir überhaupt hier eine Abteilung dafür mobilisiert. Aber das offen gesagt funktioniert eh alles nur, wenn Sie auch da dranbleiben mit einem aktiven Community Management. Also das mal so kurz als Darstellung. Ja, hier sehen Sie quasi die Firma Puls, da oben ist die Tanja Friedrichs, die das Ganze bei sich eingeführt hat. Und weswegen ich stolz darauf bin, ist, dass die Technik, also das, ne, Puls baut, vielleicht das vorweg gesagt, die bauen Transistoren, also richtig Hardcore-Technik wird eingebaut, verbaut bei Deutschen Bahn und so weiter. Also was nicht sichtbar ist. Ne? Und das ist gar nicht so einfach, das Leuten, die gerade Bewerbern zu vermitteln. Und das Büro sah eben halt auch sehr ingenieurlastig aus. Aber sie hat eben halt für sich die Vision gehabt, ich möchte aus diesen Käfigen raus, auch aus diesen Kopfkäfigen des Wissens, ich möchte es gerne transparent machen. Zumal auch Puls mit rund 1000 Mitarbeitern, mittlerweile ein bisschen mehr, eben halt auch länderübergreifend arbeitet. Die Produktion ist in Tschechien und in China mittlerweile. Und man will eben natürlich dann grenzübergreifend das Wissen der Mitarbeiter transparent machen. Da hat gesagt, ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und eben genau so vorgegangen, dass wir erstmal, bevor, was wir Berater ganz gerne mögen, ne, die stülpen dann einfach mal eine Lösung drüber, sagen, mach mal dies und dann wird schon laufen. Wobei ich nicht sagen will, dass Berater grundsätzlich so machen, aber ich habe da schon viele wirklich Beratungsprojekte gesehen, wo ich denke, Gott, ja, klar, dass es dann in die Grütze geht, wenn man halt die Mitarbeiter nicht abholt. Das haben wir halt gemacht. Wir haben eben halt die Fachabteilung abgeholt und das haben Sie auf den vorigen Folien kurz mitverfolgen können, dass wir erstmal Use Cases aufgebaut haben. So, und dann stand das Intranet und da haben sich erstmal nur die Fachabteilungen ausgetauscht und das über auch einen ziemlich längeren Zeitraum, so gefühlt waren es 3 Monate und die anderen Fachabteilungen haben ja schon gefragt, was macht ihr denn da? Und dann haben sie gezeigt, ja hier, guck mal, wir tauschen uns hier aus, ist ja super, wieso haben wir das nicht für unsere Abteilung? Aber es wurden sie schon kommuniziert, ne, dass das ein Pilot ist, das, ja, aber lesen natürlich auch nicht alle und das ist, wenn es erfolgreich ist, dass es dann auch ausgerollt wird auf die anderen Fachabteilungen und dann war auf einmal das, was sich alle eigentlich HRler wünschen, dass sie quasi dass es dann ja schon mehr als gefordert würde. Bitte, wir wollen das auch. Wann rollt ihr das aus? Ne? Man hat es also nicht übergestülpt, sondern das war quasi so eine Pull-Aktion dann. Ne? Also ganz klasse. So, und das nächste, was dann passiert ist, dass hier die Firma Puls das quasi in ihren Büroräumen so ausgerollt hat, das offene und transparente Arbeiten.
Also es wurden quasi, gut, es wurde ein neues Büro genommen, weil ja, das alte Büro hätte man wirklich Mauern einreißen müssen. Das ging natürlich nicht. Und man hat quasi ganz neu aufgesetzt auf ein sehr, ja, transparentes Büro. Sie sehen das hier links, so sehen die meisten Büros aus. Man hat hier auch trotzdem so launchige Ecken, die auch wirklich schon schallisoliert sind, wo man also in Ruhe sprechen kann. Natürlich gibt es auch Besprechungsräume. Es gibt verglaste Besprechungsräume. Es gibt natürlich auch welche, die ein bisschen transparent abgedeckt sind, falls dann doch mal eine Präsentation dort laufen sollte, wo nicht jeder draufschauen sollte. Dann aber relativ wenig, ehrlich gesagt. Das meiste ist sehr, sehr transparent. Videotechnologie wurde eingeführt, beziehungsweise Webinar-Technologie, um mit Mitarbeitern entsprechend ja, Länder und auch schon Städte übergreifen, weil natürlich die Mitarbeiter der Außendienst sitzen in verschiedenen Städten. Und das macht ihnen einen Riesenspaß, den Mitarbeitern. Was dazu wiederum geführt hat, ist, dass jetzt die Puls eine erhöhte Anzahl von Bewerbungen bekommt, die Qualität nochmal eine deutlich andere geworden ist, weil natürlich sie auch mit ihren, mit, ja, mit ihren, mit ihrer ID und mit ihrer DNA des Unternehmens auch werben. Sie sehen selbst hier Ruheräume, wünscht sich ja jeder Mitarbeiter. Aber ganz ehrlich, das wünscht sich jeder, mal sich mal kurz mal 10 Minuten mal so ein Powernap zu machen. Diese Möglichkeiten werden einfach gegeben. Und das Erstaunlichste aber ist, der Geschäftsführer, der Ertl, also der zu Beginn an dabei war und der selbst, also es ist kein Witz, wirklich noch ein Telefon analog hatte, also wirklich noch eins mit Tasten, ne? Und auch keine Smartwatch um hatte, der aber gesagt hat, dass alles, was sich digitalisieren lässt, wollen wir bitte digitalisieren, weil er glaubt daran, auch wenn er selbst nicht alles mitmachen möchte, aber er war der festen Überzeugung, dass das der Weg ist, um das Unternehmen in das nächste Jahrzehnt zu überführen. Denn dadurch, dass die Werke in China aufgemacht haben, dass die Pulswerk in China aufgemacht hat, hat er gesehen natürlich, was in China passiert und wie weit China digital unterwegs ist. Und die überrennen uns förmlich. Und darauf müssen wir wirklich uns einstellen. Die denken komplett digital. Die ganzen Schulen, das, was jetzt gerade hier kam mit 5 Milliarden Ausgestaltung, ist ein totaler Quatsch. Das sind schon viele Länder schon viel weiter. Aber gut, irgendwo müssen wir jetzt am Anfang. Von mir ist auch damit. Also insofern ein schönes Beispiel, dass das hier quasi digital ausgerollt wurde und dann aber auch physisch weitergelebt wurde. So, jetzt zum Schluss doch mit Blick auf die Uhren, sozusagen meine letzten Regeln sind es auch hier ganz hin runtergeschrieben. Geben Sie sich auf jeden Fall ausreichend Zeit, machen Sie da keinen Schnellschuss, ne? Also es kann auch schon mal ein Jahr dauern. Jetzt inklusive natürlich entsprechenden Vorbereitungen, eine Auswahl, Use Cases, bis es dann auch wirklich mal ausgerollt wird. Aber klar, es kann auch in 6 Monaten gehen, aber geben Sie sich auch immer die Zeit, die Sie brauchen. Was Sie vor allem brauchen, ist Content. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie ein Portal aufgemacht haben, Enterprise Portal SharePoint, Sie müssen zuerst selbst Content reinpacken. Was machen die meisten? Jetzt gerade wieder erst erlebt, als ich mit reingeholt wurde, dass die Plattform war da und sagte, ja, liebe Leute, jetzt könnt ihr mal loslegen. Und das fängt natürlich keiner an. Ne? Einer muss den Anfang machen und das ist halt HR oder eben halt die Fachabteilung, die dann auch schon mal den Content hier reinpacken muss. Key-User rechtzeitig einbieten, Use-Cases aufbauen, wie schon gerade gezählt, Richtlinien, Rollen, Zuständigkeiten vorher, das muss alles vorbereitet sein und natürlich den Rollout entsprechend zu planen. Dann eben der Durchführung, so Lernstile, so im Live-Betrieb, das Ganze natürlich dann mal logischerweise in der Testumgebung erstmal durchzuführen, bevor es dann so richtig ausgerollt wird an weitere Mitarbeiter, die Materialien, Lehrvideos, Handbücher, FAQs, Videos, Pods, PowerPoints, PDFs, das kann alles da reingelegt werden. Und es muss halt ein Content-Team, sei es auch eine Person, einer muss dafür verantwortlich sein, dass der Laden halt läuft. Ja, und natürlich sollten Sie dann dranbleiben, weil es ist kein Selbstläufer, auch die nächsten Monate nicht. Regelmäßig sich Feedback auch reinholen, aber auch geben von und an die User. Eine Tracking-Software, ne, also auch hier Betriebsrat kurz mit eingezogen, nicht? Also was wird alles getrackt, was wird alles protokolliert, sodass Sie auch wissen, wie gut wird es wirklich genutzt, um Sie auch wirklich dann eine Auswertung für sich zu machen. Welche Bereiche werden besonders stark genutzt, welche weniger? Dass Sie vielleicht auch Power-User-Foren haben, wo wirklich gerade die Fachabteilungen, die besonders gut unterwegs sind, hier einen Raum geben, der auch transparent ist,
für andere, dass sie sehen, Mensch, guck mal, da passiert richtig was, warum sind wir so hinten dran? Das ist schon so ein bisschen auch Wettbewerb untereinander. Virtuelle Klassenzimmer können sie einbauen, Dokumentation ständig natürlich mit aufzubauen, gerade für neue Mitarbeiter, damit sie vielleicht wissen, wie funktioniert das Enterprise oder dieses SharePoint. Unterstützung durch E-Learning, also durch Webinare, die sie hier mit einbauen können. Weiterführende Workshops, Testumgebung, immer wieder klar, es kommen jedes, also klar, die ganzen Lösungen haben immer wieder neue Features, wo sie quasi eine Spielwiese haben, um die neuen Features zu testen. Aktuell sicherlich die Chatbots, die da automatisiert auch Antworten geben. Ja, und sie brauchen da, wie gesagt, ein Content-Team oder ein Team. Und sei es nur eine Person, ist eigentlich ist mir egal, nur es muss jemand dafür verantwortlich sein. Wenn das alles funktioniert, dann haben sie wirklich ein Leuchtturmprojekt für sich geschaffen, das lange nachdem sie nicht mehr im Unternehmen sind, noch wirken wird und vielleicht auch zum Unternehmenserfolg beiträgt, wie man so schön nachhaltig. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei dem Change, wie gesagt, von jetzt analog in der Kommunikation, dass Sie es gut machen und natürlich in der Etablierung. Das soll es mal von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe,